Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich habe ja heute einen spannenden Interviewgast und zwar hat er mich angeschrieben. Das ist ein junger Mann, den ich damals, 2017 war das glaube ich, beim G20-Protest getroffen habe. Wir haben uns nett unterhalten. Damals hat er sich noch zu der Antifa zugehörig gezählt, ist da im Schwarzen Block mitgelaufen und dadurch, dass er sich mit mir unterhalten hat, hat er da ein bisschen tiefer nachgegraben und sieht das heute alles ganz anders. Insofern ist er Antifa-Aussteiger und ich bin gespannt, was uns heute hier berichtet. So, moin moin erstmal. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, moin. Ja, also ich meine, im Endeffekt ist ja das, was du gerade schon über mich gesagt hast, mehr oder weniger zutreffend. Auch wenn die Antifa sich selber ja jetzt nicht als feste Gruppe oder Organisation beschreiben würde, sondern mit, weiß ich nicht, undefinierten blumigen Wörtern, Gedankengut oder so, keine Ahnung. Und ich würde auch damals, habe ich schon mal gesagt, ich bin kein Antifa, sondern Anarchist. Ja, ganz wichtig, die Definition da. Aber Anarchist würde ich mich heute auch immer noch nennen. Das heißt, da angeblich auch kein Aussteiger, sondern habe mir ja nur viele von den Sachen, auf die du mich damals auch angesprochen hast, Stichwort österreichische Schule, ja, weitergebildet und würde jetzt auf jeden Fall bei den allermeisten Demo-Forderungen von links ja, mich nicht mehr mit einverstanden erklären. So auch zum Beispiel bei den Sachen beim G20-Gipfel. Damals war ich noch glühender Kapitalismuskritiker. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, wenn nicht sogar komplett. Und, du bist böser Raubtierkapitalist geworden. Ja, nicht, also ganz so schlimm ist es nicht, aber ich muss sagen, dass ich ziemlich viel, dass ich den Kapitalismus nicht mehr als das Problem sehe. Ich will vielleicht nicht ganz so weit gehen, wie da das eine Buch die Lösung wäre, aber ich muss schon sagen, dass ich mittlerweile nicht, also, den, also ne, man kann ja mal über den Kapitalismus, das ist ja schon wieder jetzt eine Frage, wie man das alles definiert, aber ich glaube nicht, dass der freie Markt unser Problem ist, sagen wir es mal so. Ja, willst du mal so ein bisschen berichten, wie das damals für dich bei der G20, beim G20 war, wie das, ob du da im Schwarzen Block mitgelaufen warst, wie dann so unser Zusammentreffen für dich war und wie du dann wo angefangen hast zu recherchieren? Das würde mich mal erstmal interessieren. Ja, also, ja, wie gesagt, ich war immer, ich sag mal, politisch und philosophisch interessiert und, ja, wenn man, ne, dann, gerade wenn man noch jünger ist, will man noch was verändern. Und wie alt bist du jetzt in etwa? Mitte 20, Ende 20? Ja, Ende 20. Ende 20. Und also damals war ich noch eher so Mitte 20. Und, ja, da hatte ich mich halt schon ein paar Jahre auch politisch engagiert. Natürlich links. Und war auch in einer anarchistischen Gruppe, wo ich mich dann ja einmal die Woche, manchmal mehrmal die Woche mit halt im Endeffekt Freunden getroffen habe und über ja, Sachverhalte diskutiert habe und Demonstrationen organisiert hat und Infostände und was man halt gerade so macht, wenn man in der linken politischen Szene aktiv ist, ne, und dann, was weiß ich, Aufkleber kleben, falsche Aufkleber abkratzen und ja, was man halt alles so tut. Und was waren das so für Aufkleber, auch so Gewaltaufrufe, Nazis aus Maul oder es gibt ja auch, ich meine, ich bin jetzt auch kein Freund von einer identitären Bewegung, aber wo ich sage, wenn ich so Aufkleber lese, identitäre Jagen, das sind natürlich halt immer Gewaltaufrufe, die man... Ja, solche Aufrufe, ja. Da gibt es die diverseste, ich hatte da schon immer ein bisschen ästhetische Ader, also jetzt zu stumpfe fand ich nicht besonders cool. Ich habe also schon immer die Aufkleber geklebt, die ich auch selber gut fand. Aber sowas wie Nazis jagen, klar, steht überall drauf. Habe ich bestimmt auch mal geklebt, aber ja, da ich mich auch selber meistens eher nicht in der Verfassung gesehen habe, Nazis zu jagen, weil ich in einer Stadt aufgewachsen bin, in der es tatsächlich echte Nazis gab und die meistens deutlich stärker waren als wir. Ja, kam mir jetzt immer ein bisschen heuchlerisch vor, sowas zu kleben, deswegen war ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber im Endeffekt ist das dann auch, wenn du dann mit ein paar Jungs unterwegs bist und das dann ne, quasi Viertel für Viertel machst, ist dir das ja auch nicht egal. Du hast dann halt deine Packen dabei und klebst die drauf und dann geht es auch mehr um, ja, es ist, also
Ne? Wir machen was zusammen, einfach so Gemeinschaftsgefühl, wir haben jetzt was Gutes getan, oder warum macht man solche Aufkleberaktionen? Ja, ich glaube, viel ist halt echt auch, dass du dir damit also man muss auch dazu sagen, Aufkleber werden echt von mehr Leuten angeguckt, als man denkt. Also wir hatten regelmäßig Leute, die zu uns gestoßen sind in die Gruppe, weil sie unsere Aufkleber gesehen hatten. Und also man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht in irgendeiner klassischen Nazi-Jagen-Antifa-Gruppierung, die sich dann einmal die Woche in der Kneipe trifft und dann wirklich am Wochenende rausgeht und versucht, irgendwelche Leute zu jagen. Ich hatte auch damals schon primär mit pazifistischen Menschen zu tun, die überhaupt gar nicht gewaltbereit oder gewalttätig waren. Viele oder manche davon hätten sich vielleicht gerne so gesehen, weil es ja auch was Heroisches hat, böse Nazis oder Polizisten oder so zu jagen, aber die meisten von uns waren absolut pazifistisch und haben überhaupt gar keine Intention gehabt, irgendwelche Leute oder irgendwelchen Menschen Gewalt anzutun. Wie gesagt, wir waren eine anarchistische Gruppe, das heißt, wir waren generell herrschaftskritisch per se und ja, also dann wäre man ja schon ein bisschen wirsch drauf, wenn man dann seine Meinung durch körperliche Gewalt anderen Menschen aufzwingen möchte. Aber ne, deswegen haben wir unsere politische Aufgabe auch immer eher als Bildungsarbeit verstanden und ja, Aufkleber sind halt tatsächlich gute Möglichkeit, um an Menschen heranzukommen. Und wenn die dann auch noch halbwegs gut designt sind und vielleicht einen interessanten Spruch haben, dann regen die Menschen auf jeden Fall zum Nachdenken an. Das heißt, Aufkleber sind echt ganz gut zu empfehlen als politisches Propaganda-Instrument, kann man sagen. Und diese Aufkleber, da sind dann auch mal Internetadressen drauf oder wo man weiß, hier das und das muss man mal googeln, weil oder auch, was sagst du zum Beispiel auch zu dem, was mir so in Erinnerung geblieben ist als Aufkleber und auch mal, was man so als Meme in den einschlägigen Kreisen sieht, ist dann Nazis morden. Dann sagen sie immer so von wegen, ja, das ist so ein Wortspiel, weil Nazis morden Leute, aber es kann natürlich halt auch als dazu ja aufgerufen werden oder als Aufruf gesehen werden, Nazis zu ermorden, sozusagen. Ja, ja, ich kenne das mit Polizisten töten. Aber ist ja das Gleiche. Polizisten töten, ja. Ja. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, also ist das vielleicht mal politische, nicht super deep, aber generell finde ich es ganz witzig. Ist ein Wortwitz, ne? Kann man auslegen auf viele, triggert super viele Menschen, auch wenn es, ne? Ich meine, jetzt, ob es jetzt ein Aufruf ist, ist ja offensichtlich irgendwie kein Aufruf. Wenn es jemand als Ausruf versteht, kann man sich da zurückrudern. Ist also, wäre mir jetzt ein bisschen zu sinnentleert, aber doch, ich finde es witzig. War, glaube ich, auch mal ein Wahlplakat von der Partei, aber ist halt auch ausgelutscht, der Spruch an sich. Aber das sind ja die meisten. Und da stehen dann immer irgendwelche Internetadressen drauf, wo man euch dann erreichen kann oder wo man die genau dann erreichen konnte, weil ich meine, ich sage jetzt immer die Antifa, wie du auch schon gesagt hast, die Antifa sind halt einfach viele, so wie ich das sehe, da kannst du ja auch nochmal was gleich zu sagen, dass halt einfach, dass es eine dezentrale Organisation ist, dass eigentlich ein paar Freunde sich zusammentun können und sagen, hey, wir schwenken jetzt hier Antifa-Banner und wir gehen jetzt hier auf Demos oder machen hier Fly-Aktionen oder marschieren hier durchs Viertel und kratzen irgendwelche Sachen ab, dass das halt alles sehr dezentral und anarchistisch organisiert ist. Ja, wobei man auch schon sagen muss, dass in den meisten Städten da schon ja, so eine relativ feste Grundstruktur gibt, einfach dadurch, dass es ja auch vorhergegangene Generationen gibt. In den meisten größeren Städten, würde ich sagen, gibt es immer irgendwelche Kneipen oder andere Etablissements, wo halt ja, Treffpunkte sind, so, da man, also viele Menschen sind auch, glaube ich, oder haben ihre freundschaftlichen Lebensmittelpunkte um diese Szene herum. Wie gesagt, sind Freundeskreise. Ja, und dann kommt man da halt an die Connections. Bei mir war das halt anders. Ich habe nie, also mein Hauptfreundeskreis war immer eher unpolitisch und ich habe mich dann wirklich gezielt zur politischen Arbeit, in Anführungszeichen, da eingefunden. Ja, aber auch, ich bin dann umgezogen in eine andere Stadt und da war das dann, habe ich mich dann auch bei den Strukturen anfangs nochmal ja, eingebracht, aber da waren dann halt die Menschen anders drauf und nicht so mit mir auf einer Wellenlänge und da habe ich dann auch relativ bald einfach aufgehört, weil mich das dann nicht mehr so ab, also ich habe da einfach keinen großen Sinn mehr drin gesehen, aber das war ja dann auch schon etwas tiefer in dem Prozess. Das war, glaube ich, so 2 Jahre nach dem G20-Gipfel.
Und da hat das angefangen mit mir langsam, dass ich diese ganze politische Arbeit als Zeitverschwendung immer mehr und mehr gesehen habe. Weil nicht, weil dass ich vorher mit großen Sinn das größte Sinngefühl drin gehabt habe, aber da hat man zumindest irgendwie ein geringes Sinngefühl noch drin gesehen. Und irgendwann war es dann noch an dem Punkt, dass ich da vielen Sachen auch gar nicht mehr hinterstehen konnte. Und da habe ich mich dann auch zurückgezogen. Nochmal ganz kurz, durch die Aufkleber, da stehen dann immer irgendwelche Internetadressen drauf, oder? Genau, meistens sind das Internetadressen, oder wenn es jetzt zum Beispiel Adressen von, wenn es Aufkleber direkt von unserer Gruppe wäre, dann hätte einfach der Name unserer Gruppe drauf gestanden und in Social Media oder was weiß ich, hätte man dann auch, da dann finden können, wo man uns treffen kann. Und also was ich in Hamburg so sehe, sind einfach nur irgendwelche Sprüche drauf. Man weiß gar nicht, was das für eine Organisation ist, dass man irgendwie auf die Zug gehen kann. Weil letztendlich ist es ja auch, ich meine, wenn man das kapitalistisch sieht, ist es ja auch sozusagen Eigentumsbeschädigung, wenn man das zuklebt oder dann auch nachher, wenn auch jemand, irgendwie keine Ahnung, AfD-Aufkleber auf ein Auto hat, wenn man dann nachher den Aufkleber abkratzt und da Kratzer hinterlässt und so, ist es ja eigentlich auch eine Eigentumsbeschädigung, wo dann jemand für haftbar sein muss. Insofern ist es dann ja, dass, wenn ich das richtig sehe, dass bei den meisten Aufklebern einfach nichts Nachvollziehbares drauf ist, dass da keine Internetadressen oder irgendwas drauf sind. Ja, wobei man ja auch zum Beispiel jetzt, wenn du, du bist ein Künstler und klemmst deinen Bandname irgendwo hin als dein Aufkleber, dann ist ja noch lange nicht nachgewiesen, dass du jetzt nur, weil dein Name auf, oder dein Künstlername auf diesem Aufkleber steht, du den Aufkleber da auch hingeklebt hast. Also, ich meine, das ist so eine Lappalie. Ich glaube, also die Ordnungswidrigkeit kostet, glaube ich, 15 Euro oder so, wenn du dabei auf frischer Tat ertappt wirst. Von der rechtlichen Seite muss man sich da jetzt, glaube ich, nicht so den Kopf machen. Ich meine auch, ich weiß nicht, viele Aufkleber abgekredet, meistens hinterlässt man da keinen dauerhaften Schaden, auch auf Autos nicht. Wie gesagt, deswegen mit den Adressen ist das, glaube ich, also man könnte sie natürlich darauf hinterlassen, aber meistens geht es natürlich um Umwege, Schlagwörter, Gruppennamen oder so. Weil man möchte es den Menschen ja dann nur nicht zu einfach machen. Beziehungsweise, wer klebt denn seine Adresse irgendwo hin? Das wäre ja auch ein bisschen verrückt. Und du hast gerade gesagt, es sind viele Treffpunkte, viele Lokalitäten, die dann so in den Städten da so sind als Anlaufpunkte. Mein Eindruck ist halt, dass die ganze Szene, dass das alles sehr staatsnah ist, dass das alles irgendwie, die geben sich dann als Jugendzentren aus, erhalten großstaatliche Förderungen, oft einfach aus dem Top 4 Kampf gegen Rechts und Aufklärungsarbeit und Jugendhilfe und und das auch mein Eindruck ist, dass die Leute, die da aktiv sind, sind halt einfach erstmal das, was man den anderen immer vorwirft, dass sie White Pride sind, dass da halt sehr viele, dass hauptsächlich da weiße, bürgerliche, junge Menschen sind, die halt auch mein Eindruck ist immer, dass sie ja aus bürgerlichen Verhältnissen kommen, einfach aus gut situierten Häusern, halt auch belesen sind, aber dann halt doch in diese linke Ecke abgedriftet sind und sich da radikalisiert haben. Oder wie würdest du das einschätzen? Oft ist das so auf jeden Fall. Öfter haben wir darüber auch gesprochen, quasi so ein bisschen selbstironisch. Weil das ist auf jeden Fall auch als Problem wahrgenommen wurde, dass man natürlich die eine Gruppe nicht divers genug war oder so. Aber das kann man dann auch schwierig erzwingen. Ne? Generell zu der Staatsnähe auch, ne? Also dann man kriegt da auf jeden Fall Fördergelder. Das ist ja auch, also man kriegt ja für jeden Scheiß Fördergelder. Also mittlerweile, ich habe mich damit auch im Zuge von genereller Vereinsarbeit ein bisschen beschäftigt und das ist ja also erstaunlich, für was es alles Fördertöpfe gibt. Und wenn man da ganz gut Anträge schreiben kann, dann kriegt man da auf jeden Fall relativ einfache Geld vom Staat geschenkt für wirsche Arbeit. Also das war auch in unserem Fall auf jeden Fall so, dass man da Gelder bekommen hat. Genau kann ich, also ich war da jetzt nicht in irgendwie der Organisation so dahingehend tätig, dass ich da da irgendwie Gelder beantragt hätte. Deswegen weiß ich genau, aus welchen Töpfen und woher die jetzt gekommen sind.
Aber ich nehme stark an, dass das städtische oder vom Bund oder wie auch immer, dass da Fördergelder geflossen sind. Aber das sieht man dann ja auch meistens so, dass man ja die Gelder dann halt einfach, wie soll man sagen, neutralisiert, im Sinne von, wenn wir sie haben, kriegt sie kein anderer, und dann, was der böse Staat nicht hat, das haben wir dann halt, und so ist es quasi ein bisschen Widerstand von innen, innerhalb des Systems oder so. Also kann man sich alles schönreden, wie man es möchte. Ja, generell finde ich jetzt auch nicht per se verwerflich, Fördergelder anzunehmen als gemeinnütziger Verein. Das lief, glaube ich, auch über einen gemeinnützigen Verein. Das hatte auch so eine Bibliothek quasi und war so ein Café, ne? so ein Treffpunkt eben. Wie so ein Kulturcafé, würde ich sagen. Und ja, da hat sich dann nach außen hin natürlich auch jetzt, obwohl das war schon auch nach außen hin radikal links, kann man schon sagen. Wobei auch da den meisten Menschen immer wichtig gewesen wäre, dass man ja als Anarchist jetzt eigentlich gar nicht links ist, sondern jenseits des politischen Spektrums. Aber da, also ja, man kann schon davon ausgehen, dass die meisten Leute, die sich da getroffen haben, sich selber auch als links definiert hätten. Und ja, das wäre auch Wortklauberei sonst. Und was waren da so für Leute? Würdest du das auch bestätigen, dass das viele, ja, einfach, du hast gerade schon gesagt, nicht divers genug, aber würdest du auch sagen, dass die eher aus gut bürgerlichen Verhältnissen kommen, auch meiner Meinung nach eher so sozialpädagogisch Studenten oder Kindergärtner oder grundsätzlich halt so diese typisch linken Berufe, Lehrer? Teils. Ja, also man kann schon sagen, dass der, also Großteil auf jeden Fall jung, würde ich schon sagen, die viele Studenten, viele soziale Berufe, also ne, klar, die ganzen Sozialarbeiter und Lehrer, Pädagogen, Geschichte, auf jeden Fall, würde ich sagen, ist da deutlich in der Überzahl gewesen. Was jetzt gut bürgerlich aus Vergangenheit bestimmt auch, wobei auch da nicht nur, also ich muss aber auch sagen, dass ich mit den allermeisten gar nicht so ein enges persönliches Verhältnis hatte, als dass ich da jetzt genau wusste, wie die aufgewachsen sind. Weil ich, wie gesagt, meine Freundschaften immer eher aus dem unpolitischen Lager hatte und das auch wirklich eher als fast als Arbeit gesehen habe, als jetzt als großen Spaß, wo ich dann ja mit meinen engsten Freunden wichtige Dinge tue. Ja. Zu dem Zeitpunkt warst du noch Student, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja, genau. Was war da so die Ideologie? Also ich meine, ich habe mich ja auch viel hier, wo habe ich das Buch? Sturmismus, wo habe ich es denn hier? Finde ich gerade nicht. Hier Anarchie. So das hier. Da ist es ja schön beschrieben, Horst Stohwasser, Anarchie, halt so Marxismus, Bakunin, klassisch. Mhm. Wir müssen den Staat abschaffen, der Staat muss erstmal umverteilen und dann haben wir die klassenlose Gesellschaft und das anarchistische Paradies erreicht. Ist das so die Ideologie oder wie würde Ja, waren auf jeden Fall auch Bakunin-Fans dabei. Ja. Aber also, ne, würde ich schon sagen, dass viele auch, also wieder jetzt der Weg zur Anarchie, ne, das ist dann, da gibt es ja diverse Wege, also da waren auch, Junge, dann gibt es ja die ganzen Teilbegriffe, ob du jetzt Anarcho-Syndikalist bist oder Anarcho-Kommunist oder Anarcho-Kapitalist, ne, hast ja dann deine tausend unterschiedlichen Einstellungen, sag ich mal, wie du jetzt den Anarchismus am besten umsetzt. Anarchokapitalismus wird in diesem Buch nicht beschrieben und Anarchokapitalismus ist ja nicht links sozusagen, ist ja in der Szene. Nee, genau. Es war auch, witzigerweise warst du ja eigentlich so der erste echte Anarchokapitalist, den ich getroffen habe in meinem Leben. Und vorher war es. Über unser Treffen reden wir gleich, lass uns nochmal ein bisschen ideologisch drüber sprechen, genau, wie die Szene so aussieht. Ja, ich sag das nur, weil das war so die einzige Schiene des Anarchismus, die ich intellektuell nicht so richtig grasp, also die ich nicht so richtig begriffen habe, weil ich konnte nicht verstehen, wie Menschen so denken, weil das für mich doch so offensichtlich klar war, dass Kapitalismus immer zu Ungleichheit führt, zwangsläufig, und Ungleichheit ja
immer zu Hierarchien führt, zwangsläufig. Und deswegen das Wort an sich ein Paradoxon war, so ein inneres. Ne? Und deswegen waren auch Anarchokapitalisten bei uns halt generell, NCAPs hat man die genannt, verächtlich. Und ANCAPs, die Libertären nennen sich auch ANCAPs, also das ist kein Schimpfwort oder so. Ja, das ist ja, wir haben es halt verächtlich gesagt, weil im Sinne von, was für Idioten, das ist so sonnenklar, dass ihr Name schon inneres Paradoxon ist und trotzdem halten die sich für ernstzunehmend. Was für Idioten sollen die doch an die unsichtbare Hand des Marktes glauben? Ja, also da war es schon wie so eine Quasi-Religion, hat man das behandelt. Und generell ne, hat man da nicht viel drüber geredet. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob die meisten Leute sich dann mit den, ich sag mal, auch den Autoren, die dahinter stehen, befasst haben. Bei uns war es dann, wie gesagt, Bakunin, aber auch, also generell schon eher so die, ich sag mal, die ganzen roten Autoren. Wobei wir auch, also als Gruppe jetzt relativ krass gegen Kommunismus waren und auch mit den kommunistischen anderen linken Gruppen, mit denen man auf den Demonstrationen, ich meine, man geht ja auf die gleichen Demonstrationen dann, wenn man, weil gegen rechts waren, sind wir ja alle gewesen. Und deswegen, hatten wir zum Beispiel auch regelmäßig Treffen mit den linken Gruppen oder den kommunistischen Gruppen oder sozialistischen Gruppen, oder die hatten ja alle wieder ihre Abstufungen da, wie sie jetzt Lenin etrapetieren oder so. Haben dann quasi auch da versucht zu diskutieren und zu überlegen, warum denn das oder generell die autoritär geprägteren linken Ideologien fehlerhaft sein, wenn das Endziel eine freie oder befreite Gesellschaft sein soll. Aber auch diese Utopie, ne, also bei uns in der Gruppe war es dann eher so, dadurch, dass du diese Utopie ja nicht direkt erreichen kannst und der Weg dahin auch nicht von uns ausdefiniert werden kann, kannst du ja im Endeffekt nur jetzt quasi auch nach der Frankfurter Schule, ne, im Sinne von einfach versuchen, so zu leben, wie du jetzt, wie du es jetzt in einer befreiten Gesellschaft schon tun würdest, obwohl du noch nicht in der befreiten Gesellschaft lebst, und einfach versuchen, Menschen zu bilden und nicht über diese Gewalt zum Beispiel als Mittel, ne, ich glaube, Adorno hat das ja irgendwann mal ganz cool gesagt, da wurde er auch, als der an seiner Universität dann quasi in der Studentenbewegung quasi seine Hörsäle besetzt worden sind und so, war ihm das ja auch ein bisschen gruselig und war so ein bisschen, hat sich ja von den Protesten, die mehr oder weniger in seinem Namen passiert sind, distanziert. Genau aus diesem Grund halt, weil die befreite Gesellschaft durch Gewalt oder unlautere Mittel in Anführungszeichen zu erreichen, ja auch dann irgendwie wieder in sich unethisch ist. Und deswegen haben wir uns da ja auch von, ja, ich sag mal, ich würde sagen, dass die meisten dann schon sich eher ideologisch tatsächlich so auf die Frankfurter Schule berufen hätten, wenn es jetzt um jüngere Philosophie geht, weil, also, keine Ahnung, dann auf einen 200 Jahre alten, vollbärtigen Sozialisten sich zu beziehen, ist dann ja auch irgendwie ein bisschen schal. Mhm. Und wenn ihr euch damit in anderen Organisationen getroffen habt und irgendwie Demos zusammen geplant habt, war dann euer gemeinsamer Nenner der Kampf gegen rechts? Wer waren denn da die Rechten so? Kommt dann ja, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es schon wirklich eine starke Nazi-Szene, also auch jetzt im Sinne von echten Nazis. War in Ostdeutschland oder wo war das? Nee, das ist in Westdeutschland und jetzt schränken sich dann die Städte wahrscheinlich auch schon stark ein, aber ist jetzt auch egal, wenn man sich da nicht so gut drum auskennt, dann muss man das nicht. Ich wollte über dich verraten, ja. Genau. Anonym bleiben, ja. Aber ist ja auch egal, im Endeffekt, ne, da gab es schon durchaus eine relativ große rechte Szene, auch eine ernstzunehmende rechte Szene. Was heißt denn da rechts? Sind das wirklich welche Leute? Also ich kann mich. Das sind wirklich gewaltbereite Kampfsport-Nazis.
Kann man schon so sagen. Aber gewaltbereit gegen Ausländer oder gegen Juden oder die, was ist da? Ich bin ja kein Ausländer, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Aber ich würde auch sagen, dass die, also ich weiß zum Beispiel, dass tätowierte Freundinnen schon da Probleme hatten, gewisse Straßen entlang zu gehen, auch schon gejagt worden sind, weil sie halt tätowiert und gepierst waren oder so. Es ist schon, weil man eine linke Zecken, oder wenn du so aussiehst wie eine linke Zecke, gab es da schon, ich sag mal, Straßenzüge, die du vermeiden wolltest, vor allem zu gewissen Uhrzeiten. Und ja, als Ausländer kann ich mir vorstellen, dass es ähnlich war, aber auf der anderen Seite kann ich es ja nicht sagen. Ich bin halt dann auch wieder nur ein weißer, gutbürgerlicher, junger Mann und hatte da dann nicht so die Hauptprobleme. Also ich muss ja sagen, ich habe mich ja 2014 durch die Mahnwachen in Deutschland politisiert. Und dann weiß ich noch, wie ich da eigentlich so ziemlich blauäugig reingegangen bin und alle dann gesagt haben, oh, da sind Nazis und da sind Nazis und da sind Nazis. Und damals habe ich dann gesagt, hey, wer sind denn eigentlich die Nazis? Ich würde gerne mal mit einem reden, mal schauen, was der tatsächlich so für Ansichten hat. Und vielleicht habe ich mal einen getroffen oder so, der dann auch irgendwie über Adolf Hitler positiv gesprochen hat und gesagt hat, ja, das wird alles aus dem Zusammenhang gerissen. Da habe ich aber einfach Fragen gestellt und habe nachher auch gesagt, du, tut mir leid, ich verachte deine Ansichten. So, ich verachte deine Ansichten, ich denke, du bist total auf dem falschen Dampfer. So, und da war halt aber auch, da war, nach, keine Ahnung, es hat jahrelang gedauert, bis ich irgendjemanden getroffen habe, wo ich sagen würde, den würde ich tatsächlich ein Nazi nennen. Ansonsten ist natürlich, mein Eindruck ist halt, dass halt auch in Hamburg jetzt zum Beispiel, ich wüsste nicht, wo irgendwie Nazis sind. Klar kann man natürlich, wenn es dann keine extremen Nazis gibt, die tatsächlich irgendwelche Ausländer zusammenschlagen wollen oder Leute, die tätowiert sind, wo es bei mir lange gedauert hat, solche zu treffen, da muss man natürlich dann immer mehr Leute zu Nazis verklären. Das sind dann auf einmal Leute, die dann konservativ sind oder Leute, die hart arbeiten oder auch hier Alice Schwarzer wurde ja auch mal als Nazi dann bezeichnet, weil sie was wegen Migranten gesagt hat und so. So muss man dann den Kampf gegen Recht, so muss man halt immer einen Feind haben und die Linie sozusagen wird von extrem rechts, weil da immer weniger sind, geht es halt immer mehr in die Mitte rein. Sogar bis ins linke Spektrum rein. Oder wie würdest du das sehen? Ja, es ist schon auf jeden Fall krass. Also ich muss das zum Beispiel, um jetzt einfach ein Beispiel aus meiner Erfahrung zu sagen. Ich hatte, wann war das? Als die AfD da die erste richtig starken Wahlergebnisse hatte, ich glaube 2014 oder so, auch um den Dreh. Da ging in der linken Szene so eine Broschüre rum, da stand so fett drauf, irgendwie irgendwas über den großen Rechtsruck und so. Und das war aber auch eine Sache, mit der wir uns viel beschäftigt haben und darüber diskutiert haben quasi, wie denn jetzt dieser krasse Rechtsruck zustande kommen könnte und so weiter und so fort. Und die AfD war in meinem Kopf da voll die rechtsextreme Partei. Und jetzt muss ich mich auch, also gerade im Zuge der Corona-Pandemie, wenn man sich dann da die Diskussion im Bundestag anguckt, die einzigen Leute, die da irgendwie halbwegs Dinge sagen, die ich vielleicht teilen würde, sind Leute von der AfD. Und das ist natürlich jetzt gut, da lagen jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Jahre zwischen. Deswegen mittlerweile wundert mich das nicht mehr so, aber es ist schon erstaunlich, wie damals in meinem jugendlichen Kopf dass ganz klar war, dass das ja alles nur unzufriedene Gutbürger, Spießbürger und Rechte sind. Natürlich sagt man nicht, das sind alles Nazis, ne? Das können ja auch einfach nur unzufriedene Idioten sein oder böse Egoisten oder was weiß ich, wie man die dann, also man ist sich dann schon bewusst, wenn man die Rechtskeule raushaut, dass das nicht alles Neonazis sind. Aber man sagt dann halt einfach vielleicht, also natürlich gibt es da Abstufungen, aber gerade wenn du so eine politische Parole aus Sachen machst, dann übertreibst du, denke ich mal, auch natürlicherweise. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch auf beiden Seiten so gemacht. Und ist halt ja der Hässlichkeit dieser ganzen politischen Propagandaarbeit irgendwie zu Schulde. Also, das ist auf jeden Fall. Entschuldigung. Wolltest du noch was sagen, oder? Nö, kannst ruhig. Okay, ja. Habt ihr euch denn auch mal die Position von diesen Leuten angeschaut, als es dann 2014 hieß, so von wegen jetzt, hier ist hier, die AfD sind alle rechts und so.
habt ihr euch dann mal angeschaut, was die so sagen oder reden angeschaut? Oder habt ihr einfach nur, hat dann einer irgendwie von den Leitern gesagt, die sind rechts, und dann haben alle gesagt, ja, die sind rechts, die sind rechts. Nee, man, so man liest sich. Ja, ein bisschen ist das so. Man muss auch sagen, dass viele Leute, die ich da in diesen Szenen kennengelernt habe, definitiv auch, also da gibt es natürlich einen großen Teil, die sich wirklich Gedanken machen und auch die Bücher lesen und so. Und dann gibt es aber auch einen großen Teil, die wirklich auch einfach nur da sind, um gute Menschen zu sein. Und die das einfach mitmachen, ohne sich da besonders viel. Also ich habe zum Teil Leute getroffen, die haben dann auch gesagt, ja, ich habe mich da jetzt auch nicht mehr so mit beschäftigt, aber ihr werdet ja schon recht haben und ich bin ja hier für die gute Sache. Und die gibt es auf jeden Fall auch. Und die werden natürlich von solchen, von solchen Umfelden auch angezogen. Weil es ist natürlich einmal einfach, dass du kannst ja auch, warum solltest du dir die Mühe machen, dich da wirklich in eine tiefe, mehrstündige Recherche reinzubegeben, als wenn du dir auch einfach die Broschüre durchlesen kannst, wo drauf steht rechts zurück und da steht dann ja alles drin auf 16 Seiten. Und dann hast du schon ein eindeutiges Bild darüber, dass die AfD rechts ist und alle, die die wählen, nur unzufriedene Spießbürger und Nazis. Und ich meine, da ist ja auch die linke Szene mit der, da gibt es einfach sehr viel Theorie, die es zu lesen gibt und die sich dann auch vielleicht erstmal schlau anhört, die aber halt sehr ideologisch geprägt ist, wie alles, was man in irgendwelchen aus extremen politischen Lagern liest. Und ich habe viele jahrelang viel von diesem Zeug gelesen und deswegen fiel es mir vielleicht auch schwerer als vielen anderen Leuten, mich da so ein bisschen raus zu befreien und mir dann so ein unvoreigennommeres Bild zu machen. Gerade jetzt über die AfD ging das tatsächlich erst, ich habe dann halt auch irgendwann AfD-Wähler getroffen, die dann gar nicht so das Bild eines Nazis irgendwie abgegeben hätten, Gott sei Dank auch Menschen, mit denen man gut reden konnte. Und das waren dann ja auch einfach Erfahrungen, wo ich dann gemerkt habe, oh wow, guck mal, das war irgendwie schon ein ziemlich verzerrtes Bild, was ich da hatte. Jetzt auch in der Corona-Pandemie, was ich gerade schon gesagt habe, ne, man kriegt ja dann immer mehr Dinge mit, sag ich mal, wie die AfD sich jetzt politisch verhält, was die sagt, was für Politiker da aufgestellt werden und wie weit entfernt das jetzt von echter Nazi-Haftigkeit ist. Wobei auch man einfach sagen muss, dass, glaube ich, auch vielen, ich sag mal, den selber denkenderen Linken, die es auf jeden Fall auch gibt, ich meine, das sind nicht alles nur verblendete, gutbürgerliche Kids, die sich geil fühlen wollen. Es gibt da auf jeden Fall auch sehr viele Menschen, die sich wirklich viele Gedanken machen. Man kann ja auch schon viel, ich sag mal, von dem, wofür die AfD jetzt auch in der Realität steht, aus der extrem linken Perspektive auseinandernehmen. Also jetzt die konservativeren Werte, für die da eingestanden wird, die ich jetzt zum Teil sogar vielleicht auch teilen würde oder die mich auch ansprechen, vielleicht mehr als von dem, was heute als progressiv gilt. Aber das finden dann halt Leute, die jetzt, sag ich mal, auch Gender-Mainstreaming voll geil finden, ganz schrecklich, nur weil man die AfD ja die Homo-Ehe blöd findet und plötzlich hast du da eine Nazi-Partei oder eine rechte, ganz schlimme Partei, weil die ja die Homo-Ehe schlecht findet. Und das steht auch dann wirklich in dem Parteiprogramm drin und da kannst du dann auch dich darauf aufhängen, wenn du lustig bist. Das wird dann halt auch gemacht. Aber merkt man dann bei der AfD zum Beispiel nicht, wenn man, ich meine, Alice Weidel ist lesbisch mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen, müsste das das Gehirn eines Antifaschisten, eines Linken nicht irgendwie zum Überlaufen bringen, dass das... Nee, du kannst dich doch, da kannst du dich doch super, raus, da gibt es auch diesen einen schwarzen Politiker, den die aufgestellt haben, weißt du, dann sagst du einfach, ja, das sind auch nur Zugeständnisse und die trojanische Pferde, keine Ahnung, wie du das nennen willst, ne? die tun doch nur so und... Hä? Man dreht sich das zurecht. Ja, es ist wirklich erstaunlich, was man sich alles zurechtdrehen kann. Also, man kann sich das alles in seine Ideologie reinarbeiten, wie man möchte. Also, weiß ich aus eigener Erfahrung. Was hast du, was ich fragen wollte? Ich mache mir immer Notizen zwischendurch. Was hast du so gelesen? Was waren so deine Haupteinflüsse? Welche Autoren haben dich so beeinflusst? Oder wo sagst du, hey, das war in meinem Buch, wo ich mich darauf bezogen habe?
jetzt, warum ich dann links geworden bin, in Anführungszeichen. Ja, warum du da damals halt, als du in dieser Antifa-Szene warst. Ja, also von, ich sag mal, jetzt aktuellem Zeitgeschehen ist ja auch die Kritik, die ich immer hatte, war so diese ganze Noam Chomsky-Schiene. John Ziegler habe ich ein paar Bücher von gelesen. Das Ganze, die Welt ist die, so in krasser Armut und die Kinder verhungern. Und ja, ich lebe hier mein gutbürgerliches Schuldleben. Also ich glaube, ganz viel kam aus diesem Schuldkomplex. Wir müssen alles umverteilen, ja. Genau, aber ne, das ist die ja echt... Also, Reichen, ja. Wenn du halt dann als, was weiß ich, als 18-Jähriger, da, ne, du hast von dem, ich sag mal, dem großen Ganzen wenig Plan, weißt aber, dass du ein ganz gutes Leben hattest bis jetzt, da aber nichts für getan hast, und dann liest du ein Buch von John Ziegler, dann bist du auf jeden Fall radikalisiert, sag ich mal so. Und der meint das ja nicht böse, weißt du? Ich meine, das ist... Das, was da drin steht, stimmt ja auch im Endeffekt, nur das, was dann daraus folgt, stimmt nicht. Und oder ist vielleicht unethisch in dem, was viele daraus schließen. Und ja, genauso bei Noam Chomsky, ne? Und dann habe ich erst im Nachhinein, dadurch, dass ich schon wusste, was richtig ist, also ne, ich wusste ja, es kann nicht sein, dass Kinder verhungern, weil ich jetzt hier mein achtes iPhone, also ich gab es iPhones, gab es da noch gar nicht, aber weißt du, was ich meine. Dann auch erst im Nachgang, in Anführungszeichen, dann tiefer in die Materie reingegangen. Und ich habe auch nie jetzt ein Buch von Bakunin gelesen oder so. Ich habe wie hieß das Buch? Staatenrevolution, glaube ich, von Lenin gelesen, nur um es auseinanderzunehmen. Oder dann liest man halt Adorno, aber auch nur, weil man sich geil dabei fühlt. Und also ich habe die kritische Theorie nie ganz gelesen. Dann liest man halt hier mal Auszüge oder... ja, also, ne, wie man das halt so macht, irgendwelche Broschüren aus zweiter Hand, da gibt es ja auch diversesten Shit. Dann gibt's, es gibt sogar ganze Bücher, die du dir dann von linken Verlägen, die du dir reinziehen kannst, die einen radikalisieren. Aber ich sag mal so, die Grundlage war bei mir schon eher so Noam Chomsky und John Ziegler. Das waren auf jeden Fall 3-4 Bücher von den beiden Autoren, die mich... ja, die so mein Hintergrund waren, um in die Szene einzutauchen, sag ich mal. Aber das war auch, bevor ich jetzt wirklich gesagt hätte, ey, ich bin jetzt irgendwie Anarchist oder so. Das war dann viel Diskussion mit Menschen aus der Szene, viel aber auch einfach nur basic Hintergrundphilosophie. Ich meine, wenn man irgendwie aus einem weiß, dass der Staat irgendwie doof ist, dann ist kein großer Schritt zu sagen, ey, komm, wir müssen in die utopische Hierarchiefreiheit oder Herrschaftsfreiheit. Ja, was, was ich damals alles gelesen habe. Generell, ja, also generell dann eher so Sachen wie 1984, also diese, weißt du, diese, ich sag mal, generellere Staatskritik fand ich immer spannend, aber das war jetzt auch, das sind dann auch nur Sachen, die einem so ein, sag mal, vom Background-Gefühl in die Richtung getrieben haben, nichts, was jetzt einen direkt super krass politisiert hätte. Und 1984, wie hast du das interpretiert? Hast du das so als DDR oder UdSSR oder Nazi-Deutschland interpretiert und hast gesagt, okay, wenn wir da jetzt nicht gegen ankämpfen, dann kommt die AfD an die Macht und wird genauso 1984 Dystopie lassen? Oder wie hast du 1984 interpretiert? Als ich das allererste Mal gelesen habe, habe ich das halt eher als, da war auch mein Geschichts-Background, also ich meine, in der Schule lernt man in Geschichte ja nur Nazi-Deutschland. Da hatte ich zu wenig Ahnung, um das jetzt auf die Realität zu beziehen. Da war das für mich echt eigentlich eine abstrakte Dystopie. Da hatte ich auch einfach zu wenig Erfahrung mit Totalitarismen in der Realität und kannte mich zu wenig mit der Sowjetunion oder mit Nazi-Deutschland, vielleicht ein bisschen, aber darauf bezieht man es ja auch. Also ne, da hatte Nazi-Deutschland war für mich das, was man in der Schule gelernt hatte, nicht was ich vielleicht, wo ich Hannah Arendt gelesen habe, hat man da vielleicht einen krasseren Eindruck von, wie da so die gesellschaftlichen Strukturen sind. Aber das war für mich erstmal nur so eine abstrakte Dystopie. Und halt vor allem, ja, das ist so ein bisschen das Machtmonopol des Staates in äußerster Form.
überspitzt quasi dargelegt hat. Und trotzdem habe ich aber auch da schon irgendwie Sachen gesehen, die mich an die Realität, wie ich sie jetzt wahrnehme oder damals wahrgenommen habe, erinnert haben. Und ja, das fand ich halt krass, dass ein Typ vor, was weiß ich, 100 Jahren so ein Buch geschrieben hat und ich das jetzt lese und mir denke, boah, krass, und jetzt haben wir diese Bildschirme die ganze Zeit bei uns dabei. Und der hat sich noch gedacht, dass man die da an die Wand nagelt und die Leute zwingen muss, die eine bestimmte Zeit lang am Tag anzugucken, und hat das als Dystopie gesehen. Und heutzutage zahlen Menschen Geld dafür, diesen Bildschirm die ganze Zeit mitzutragen, um sich freiwillig mit der Propaganda noch deutlich mehr Zeit pro Tag zu konfrontieren. Also, Entschuldigung. Sorry. Du zuerst. Das findet man natürlich dann krass. Und das passt dann auch natürlich wieder in die, ich sag mal, etwas unreflektierte Konsumkritik und Kapitalismuskritik perfekt rein. Ne? Und ja, so entwickelt sich dann halt ein Weltbild, wo ich auch sagen muss, dass viel von dem ja auch heutzutage noch Teil meines aktuellen Weltbilds ist. Ne? Also ich sag mal, irgendwie viel von Konsumkritik oder dem, was ich damals gedacht habe, würde ich auch heute noch so denken. Ich sehe jetzt einfach da nur die Mechanismen anders und vor allem auch das, wie man da rauskommt. Also, ne? Aber das vielleicht später. Ja, wo ich auch sagen würde, ich meine, die Linken sagen halt immer, ich habe mich auch, hast du mein Interview mit Lukas Zeise gesehen, vielleicht zufälligerweise über Neoliberalismus? Vielleicht. Da saßen wir an der Uni Hamburg und haben uns über Neoliberalismus unterhalten, und ich habe natürlich, er dachte halt zu Anfang, ich ticke so wie er, ich bin genauso ein Anarchist wie er, aber dass ich ein Nachokapitalist bin, hat er erst im Laufe des Gespräches rausbekommen. Und ich versuche halt immer, mit den Leuten halt offen zu reden und Gemeinsamkeiten zu finden. Und letztendlich waren wir in der Analyse, waren wir uns einig, dass das Problem halt zwischen Big Business und Big Government ist. Er hat es Stamokap genannt, so haben die Linken das ja immer früher genannt, staatsmonopolistischer Kapitalismus. Und deren Aufgabe oder deren Idee war halt einfach nur, wir müssen den Staat noch mehr, der Staat muss alles, wir müssen alles irgendwo demokratisch, wir müssen alles Gemeinschaftseigentum machen. Und meine Sache war halt einfach, wo ich sage, das Problem ist halt einfach, dass es einen Staat gibt, der instrumentalisiert werden kann. Wir müssen den Staat komplett abschaffen, wir müssen es dezentralisieren. So, und das ist ja, ja. Ja, um da jetzt kurz, also wie ich jetzt damals argumentierte, kann ich einmal kurz sagen, weil bei uns war, oder für mich war dann einfach die einfachste Lösung, lass uns doch das Eigentum generell abschaffen. Also was wollen die ganzen Spießer mit ihrem Eigentum denn? Voll keinen Sinn, wir brauchen keinen Staat, scheiß auf den Staat, wir brauchen kein Eigentum, völlig irrelevant. Und dann sind wir alle glücklich, weil wir haben nur noch das, was wir dann Besitz nennen. Wir haben mal gesagt, Besitz und Eigentum ist voll der krasse Unterschied, und Besitz ist das, was du brauchst, und Eigentum ist was du besitzt, aber auch gar nicht brauchst. Und dass man dann halt plötzlich in der Situation ist, Leuten vorzuschreiben, was sie brauchen und was sie dann nicht mehr brauchen, ne, dass es dann irgendwie dann so ein never ending slippery slope ist, das kann man gut ausblenden. Aber generell hast du die einfache Antwort, komm, du nimmst einfach das Eigentum aus der Gleichung, und dann hast du auch keinen bösen Kapitalismus mehr, dann brauchst du auch keinen bösen Staat, der den Rechtsrahmen gewährleistet, weil alle Leute haben das, was sie brauchen sowieso, weil in der fortschrittlichen digitalisierten Welt muss auch bald niemand mehr arbeiten. Und in unserer Utopie brauchst du keine Lohnarbeit, weil jeder Mensch arbeitet einfach nur auch ohne Geld dafür zu kriegen, das, was ihn wirklich berührt, und bringt so die Gesellschaft auch nach vorne. Und natürlich ist dann die Gesellschaft weniger komplex und hat weniger Dinge, aber ihr braucht auch viel weniger Dinge, weil jeder nur noch das hat, was er auch wirklich braucht. Und dafür sind dann die Menschen auch kooperative und intelligente Wesen, um dann eine Gesellschaft aufzubauen ohne Machthierarchien, die voll glücklich und blümchenmäßig unterwegs ist. Ne, und dann kann man es ja weiterspinnen. Das habe ich auch, so hätte ich dann auch damals diskutiert mit dir. Genau, wenn ich das nochmal ausführen kann, wenn ich da einhaken darf. Du hast ja auch, als wir uns damals kennengelernt haben, hast du dann so gesagt, mein Argument war einfach, Kommunismus kann nicht funktionieren, Gemeinschaftseigentum kann nicht funktionieren, weil das ist das Hauptargument von Ludwig von Mises hier, meinem großen intellektuellen Helden sozusagen. Er hat gesagt,
im Sozialismus, Kommunismus kann mit Gemeinschaftseigentum, wenn die Produktionsmittel in Gemeinschaftseigentum sind, sind halt Anbieter und Nachfrager dieselben und deswegen kann es keine Marktpreise geben. Wenn es keine Marktpreise geben kann, dann kann keine vernünftige Ressourcenallokation stattfinden und es fehlt halt die Wirtschaftlichkeitsrechnung und mit der fehlenden Wirtschaftlichkeitsrechnung wird es halt immer zum wirtschaftlichen Bankrott dieses System kommen. Egal wie gut die Menschen sind, egal wie viele Ressourcen da sind, es wird halt immer zu wirtschaftlich wird es nicht klappen, weil halt die Marktpreise fehlen. Und dein Argument war, habe ich mich gerade nochmal wieder dran erinnert, dein Argument war, ja, Marktpreise brauchen wir nicht, das kann doch alles die künstliche Intelligenz machen. Dafür haben wir dann ja Datenbanken und so. Die können das alles richtig verteilen und alles errechnen. Geil. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jemals so gesagt habe, aber ich kann es mir vorstellen. Damals war ich, wie gesagt, auch noch sehr wissenschaftsgläubig. Aber in meiner Welt, das ist ja auch der Grundsatz, warum ich da gar keinen Plan, also warum ich mich, was diese, warum ich es mir so einfach gemacht habe oder warum auch viele, glaube ich, sich damals oder auch heutzutage in der Szene sich so einfach machen, weil keiner hat Bock, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen. Also, weil es einfach todlangweilig ist und generell man ja auch, also unsympathisch. Das ist so dieses BWL-Ding an der Uni, weißt du? Jeder findet die unsympathisch, die komischen Leute, die da mit Hemd und Lackschuhen rumlaufen. Und da hat man einfach generell schon so einen, obwohl man gar keinen Plan davon hat. Ich war mal früher einer, ich habe BWL studiert, ich bin Diplomkaufmann. Also ja, deswegen sage ich das jetzt so triggernd, weißt du? Ich meine, das ist so, da hat man generell irgendwie so ein schemenhaftes Bild von, dass man das unsympathisch ist. Und ich meine, zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, da war dieses, ja, was willst du denn mal machen? Und da war für mich da auf jeden Fall, ich hatte überhaupt gar keinen Plan eigentlich, was BWL ist. Oder was man da lernt. Aber ich wusste, dass ich das nicht machen will. Weißt du, das war so, damit da kein Bock drauf, mich zu beschäftigen, weil Wirtschaft ist böse, das machen nur Egoisten, die reich werden wollen, auf Kosten anderer. Weil Wirtschaft ja generell immer auf Kosten anderer funktioniert und immer unfair ist und immer zu unfairen Hierarchien führt und andere ausnutzt. Ne? Das war ja dann quasi so dem Background oder die Entschuldigung, die man hatte, sich damit nicht tiefer auseinanderzusetzen, weil Wirtschaft kacke ist, habe ich mal bei Noam Chomsky in einem Buch gelesen oder so. Deswegen war das für mich so eine Sache, da hatte ich gar keine Ahnung von. Und deswegen hat mich damals auch unser Gespräch so, ich sag mal, wie soll man sagen, berührt positiv, man könnte auch sagen, geärgert, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich von vielen überhaupt gar keine Ahnung habe, weil das ja doch ein komplexeres Thema ist, als man mal eben so wegschieben kann, wenn man ein ganzheitliches Weltbild haben möchte. Und ja. Bevor wir auf unser Treffen zu sprechen kommen, was ich fragen wollte, erstmal, was ich ja nie so ganz verstanden habe, ist, ich meine, wenn ich in Hamburg hier auf dem Kiez bin oder in der Schanze oder in den einschlägigen Läden, ist es halt immer, ist links und auch allgemein so die Leute, die bei der Antifa mitlaufen, für mich, Entschuldigung, das mag jetzt hart klingen, aber das ist mein Eindruck, oft erkennt man einfach die Grenze zwischen Obdachlosen, Penner und Antifa-Mitglied ist oft einfach sehr fließend. Das hat halt immer so die alternative linke Szene ist dann halt immer, ja, alles zugeklebt mit Aufklebern, alles dreckig und runtergekommen, alles total verkommen. Da frage ich mich, hat man da nicht auch so eine gewisse Ästhetik? Ich meine, viele sind ja auch, wir sind hier Kunstkollektiv oder wir wollen Kunst erschaffen, wir wollen eine schöne Welt, aber man sieht eigentlich, dass alles in dieser Szene dreckig heruntergekommen und ja, überhaupt nicht irgendwie ästhetisch ist. Ja, es ist ja eine Frage von Ästhetik, ne? Ich meine, ich sehe das eher so wie du, wobei mich mittlerweile, ich sag mal, auch viel so von diesem ganzen Kiez-Style hat mich immer angezogen, fand ich auch spannend. Oder auch jetzt zum Beispiel Graffiti ist ja auch so eine Sache, das hat mich schon seit meiner frühen Kindheit irgendwie begleitet und fand ich immer super spannend und auch super ästhetisch. Also ne, jetzt voll beschmierte Wände fand ich immer geiler als glatte, graue, saubere Wände.
Also ne, im Endeffekt ist dieses zerstörte, urbane Stadtraum-Ding ja auch was Romantisches in gewisser Weise. Also ne, dieses ganze, ich gehe in meine Stammkneipe und da ist alles richtig zersifft und das Klo ist voll getaggt und ich kenne die Namen von der Hälfte der Leute, die diese Schmierereien gemacht haben und ich weiß, wer die Aufkleber geklebt hat und ne, also ja, keine Ahnung, das hat auch so ein bisschen was für sich oder ich, ne, da kann man auch irgendwie Romantik hineininterpretieren. Von der jetzt rein oberflächlichen Ästhetik her, muss ich schon sagen, ist das wirsch. Auch jetzt, was die Menschen angeht, ne, natürlich ziehen auch solche Orte dann oft real Obdachlose an, ne, weil das ist ja dann, Essen ist ganz oft umsonst, man ist dann ja da, man schließt niemanden aus, ist ja halt auch einer der wenigen, ich sag mal, wirklichen Freiräume in einer Gesellschaft, wo dann halt auch solche Leute hinkommen können, die vielleicht wirklich ganz nah an der Grenze zu einem vielleicht einen Obdachlosen sind. Und die finden sich dann da ein, ne, oder auch ja, irgendwelche Kiddies aus sozial schwachen Familien kommen dann gerade in solche Räume, weil die da halt, ja, weiß ich nicht, Dinge kriegen, die halt sonst einfach nicht bekommen. Und wenn es nur Aufmerksamkeit ist. Und ja, also ich kann schon da den Punkt verstehen. Oft ist das auch einfach siffig, aber ja, gerade, ich sag mal, auch aus der Perspektive der Menschen, die sich dann da aufhalten, hat das auch halt einen Charme. Würdest du sagen, also für mich ist es, wie gesagt, ich komme halt, meine Eltern sind Unternehmer, für mich, ich habe damals BWL studiert, für mich war halt immer Disziplin, Eigeninitiative, auch gesund sein, halt auch Sport machen, war halt für mich halt immer oder sind für mich halt immer noch sehr wichtige Punkte. Und da ist halt so mein Eindruck, dass links ist halt sich eher so treiben lassen, in den Tag hineinleben, so das Dauerstudentenleben. Ja, das ist halt so ein bisschen nihilistischer alles, ne? Aber jetzt also kannst du ja dann auch wieder super reflektiert dich auf Nietzsche beibeziehen und dabei noch geil, also dann halt auch noch super intelligent fühlen, wenn du dann halt den ganzen Tag nur rumhängst und ja, dich treiben lässt, in Anführungszeichen. Was das auch immer da bedeutet. Aber ne, auch jetzt mal in meinem Leben, ich habe mich damals auch ziemlich treiben lassen und das Studentenleben, ich sag mal, ausgekostet. Das heißt, das war definitiv auch so. Wobei auch, ich meine, ich habe trotzdem auch immer viel Sport gemacht und war jetzt, was zum Beispiel meine Studien angeht, relativ ja, diszipliniert, kann man schon sagen. Aber ja, was so dieses diesen Lifestyle angeht, war ich schon ja damit drin. Und das ist, also man muss, also auf jeden Fall haben da viele Leute auch Probleme, was das angeht. Also auch gerade so, ne, Depressionen und psychische Probleme sind übertrieben krass verbreitet in der linken Szene. Kann man sich natürlich auch, da wurde viel darüber diskutiert, ne, weil wenn man die Welt so sieht, wie sie ist und alles nur kritisieren kann, dann wird man natürlich depressiv, kann man natürlich dann sagen. Wenn man halt einfach eine Lebenseinstellung hat, die einen unglücklich macht, dann ist das auch nicht besonders hilfreich. Aber ja, sorry, jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen im Kreise gedreht. Worüber, was war deine auch, Frage? Auch diese Menschen, mein Eindruck ist, dass viele aus vaterlosen und kaputten Familien kommen. Würdest du das aus deiner persönlichen Erfahrung bestätigen? Teils, teils. Also wie gesagt, einerseits kann ich da nicht zu viel sagen, weil ich bei den meisten das einfach nicht weiß. Teils ist es aber, glaube ich, halt auch eher so, dass viele aus guten Familienverhältnissen kommen und jetzt quasi einen Rebell ausleben möchten. Ich glaube, das ist auch viel, aber bestimmt auch viel aus zerstörten Verhältnissen. Kann ich jetzt, wie gesagt, ich kenne ja auch nur Einzelfälle, aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Aber die Fälle wird es geben, aber wird es auch ganz viele andere Motivationen geben und Hintergründe. So, und du hast gerade gesagt, dass diese Cafés dann so Freiräume waren, wo dann Obdachlose vorbeigekommen sind. Jetzt meine Frage. Sorry, ich hab dich nicht verstanden, da war gerade so ein Gebug. Du hast gesagt, diese Cafés, das waren dann so gesellschaftliche Freiräume, wo da Obdachlose hingekommen sind, was zu essen gekriegt haben und das als Anlaufstelle gesehen haben. Jetzt aber die Sache, wenn jemand, der ein Mises- oder Hayek-Anhänger ist oder sich als neoliberal bezeichnen würde oder so ein spießiger Anzugsträger, so ein spießiger BWLer, wenn der reinkommen würde und sagen würde, hey, lass uns einfach mal, ich möchte mit euch offen reden.
Ihr habt eine ganz andere Ansicht, ich habe eine ganz andere Ansicht, aber das kann ja nur spannend sein. Lass uns mal an einem Tisch sitzen. Meinst du, der würde da freundlich empfangen werden oder wird er direkt rausgeschmissen werden? Boah, kommt voll drauf an, in welchen Laden du reingehst. Also bei uns wirst du auf jeden Fall freundlich empfangen worden sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht, wenn du dann irgendwann Dinge sagst über, was weiß ich, die sehr pro AfD gewesen sind oder, also man ist da bestimmt irgendwann in der Diskussion an einem Punkt, wo man sagt, ey, komm, ganz ehrlich, hat dir keinen Sinn mehr. Spätestens, wenn man an dem Punkt ist, wo man selber nicht mehr weiter weiß, ne? Da ist es dann immer bequemer, jemanden rauszuschmissen. Aber ich glaube, bei uns hätte es da definitiv eher einen Diskurs gegeben als jetzt irgendwie einen Rauswurf. Aber ich habe auch direkt Etablissement im Kopf, wo du wahrscheinlich eine geklatscht gekriegt hättest. Auch immer natürlich abhängig davon, welche Leute gerade da sind. Und da gibt es dann ja auch unterschiedliche Umgangsweisen. Also die einen sind dann sehr belesen und haben auch Bock, sich mit dir auszutauschen und auch gerade die Zeit. Die anderen sind vielleicht generell auch vielleicht eher radikaler und gewaltbereit und sehen es dann, gibt ja auch dann die Einstellung, man redet nicht mit solchen Leuten. Das ist schon zu viel Aufmerksamkeit, ne? Hast du ja dann auch jetzt da bei deiner letzten Demo mitgekriegt, dass dann halt auch für die Menschen gar nicht in Frage kommt, mit solchen Leuten zu reden, weil, ne, dann werden halt die Regenschirme gezückt. Ja, also da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt definitiv auch Leute, die Bock hätten, mit dir zu reden, aber wahrscheinlich sind die in der Minderheit, würde ich jetzt mal raten. Aber wie gesagt, ich habe auch schon seit jetzt paar Jahren nichts mehr wirklich mit den Leuten zu tun, aber die, die ich kennengelernt habe, würde ich schon sagen, dass da auch viele Leute den Diskurs gesucht hätten. Aber kanntet ihr denn auch Leute, die sozusagen ideologisch auf der anderen Seite standen? Kanntet ihr Unternehmer? Kanntet ihr Leute, die eher konservativ eingestellt sind? Kanntet ihr sozusagen eure Feinde oder habt ihr irgendwie mal probiert, mit ins Gespräch zu kommen? Weil wie du siehst halt auch, ich meine, ich bin schon seit Anfang an, seit ich meinen Kanal habe, versuche ich immer zu diesen Veranstaltungen zu gehen, versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Natürlich machen wir auch Ricarda Lang und diesen Zeiser, da muss ich dann, natürlich, ich lüge nicht, ich sage, ich bin Anarchist, ich habe einen YouTube-Kanal, ich beschäftige mich kritisch mit Themen wie Klimawandel, Feminismus und was es nicht alles ist. Aber natürlich, kritisch ist halt anders als die. Das heißt, würden die wissen, wer ich wäre oder wer ich bin, würden die sich nicht mit mir unterhalten. Aber und deswegen halt die Frage, wie gesagt, ich suche solch oder ich kann nur von mir sprechen. Ich denke mal, dass Leute, die halt auch eher so aus dem Konservativen, also ich bin auch Christ, ich bin gläubig. Als Christ ist sowieso, wo ich sage, hey, ich Nächstenliebe, wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich versuche halt auch die Leute, die mit auf der Demo, die mich geschubst haben und so, wo ich sage, ich habe da gar keinen Groll. Drum vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und für mich geht es aber einfach immer nur darum, das Gespräch zu suchen. Da habe ich aber einfach das Gefühl, dass Leute, die sich der Antifa zugehörig fühlen, halt einfach partout mit diesen Menschen überhaupt nichts zu tun haben wollen, weil die Abscheu vor diesen Menschen so groß ist. Ja, also ja, ich kann das schon auch so teilen. Ich glaube, wenn man wirklich einmal richtig krass und ich sag mal radikalisiert ist, da hat man auch gar keinen Bock mehr, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Man ist ja auch immer so ein bisschen in seiner Bubble drin. Ich kann dir jetzt nicht sagen, also ich, ne, wie gesagt, die Menschen, die ich besser von denen kannte, da würde ich auf jeden Fall bei einigen sagen, dass sie definitiv keinen Kontakt hatten zu anderen Menschen, weil gerade in dieser politischen Szene viele Menschen halt auch nicht mehr so viele Menschen haben. Also da ist mir echt immer wieder aufgefallen, wie ja allein und isoliert viele von denen sind, weil wenn man sich dann halt seine Freunde in politischen Gruppen suchen muss, hat man nicht so den größten generellen Freundeskreis. Weißt du, was ich meine? Also da zieht man auch schon viele einsame Seelen an, genau wie man, also auf eine ähnliche Art und Weise, wie man auch Obdachlose und Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen anzieht, zieht man auch viele einsame Vögel an. Aber halt auch nicht nur, ne? Da gibt es auch definitiv andere Leute, die ja glückliche Freundeskreise haben und sich da, ja, aber auch da, auch diese Freundeskreise sind ja meistens innerhalb gewisser Bubbles. Und ich glaube, da bin ich auch einfach sehr glücklich, in Anführungszeichen, weil ich wirklich einen ziemlich breit gefächerten Freundeskreis hatte und habe und deswegen halt auch
zum Beispiel Leute fragen konnte, die BWL studiert hatten, die Kollegen von mir waren, aber halt auch eher so, ja, über zwei Ecken, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass die allerwenigsten wirklich da dann mal mit einem Menschen, den sie als rechts oder als die andere Seite wahrgenommen hätten, die Möglichkeit hatten, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass es davon überhaupt Leute, also dass davon viele dann auch ein Interesse daran gehabt hätten. Was komisch ist, ja, das, aber ich meine, da muss ich auch wieder sagen, da war ich auch damals schon in einer Position, wo ich das nicht geteilt habe. Also ich war auch damals schon immer jemand, der gesagt hat, was er denkt und dann auch, ich sag mal, Kritik geübt hat. Und ich meine, es gibt da ja auch da innerhalb, boah, der Junge, da gab es immer so viel Beef, auch untereinander, über jetzt Abstimmungen und so. Also ich habe auch Sachen erlebt zum Teil, wo ich dann auch der böse Cis-Mann war. Kannst du dir die Situation vorstellen? irgendwie zu überheblich gewirkt hat in seiner Argumentation oder so, weil ich auch dazu neige, dann irgendwie arrogant zu wirken. Und da kommen dann viele Menschen auch gar nicht drauf klar. Und ja, also ne, das ist dann irgendwie fürchterlich kompliziert und man hat auch da gar keinen Bock, irgendwie jetzt Streit mit Leuten gezielt anzufangen. Aber ich glaube, viele Leute hätten dann schon ja, das ein oder andere, was du vielleicht als normales Argument hättest wahrgenommen und aus Versuch eines Diskurses schon super krass als körperlichen Angriff wahrgenommen, irgendwie als heftige Beleidigung, weil du dich als Feminismuskritiker ausweist, weißt du, und dann ist man direkt schon, boah, hat er nicht gesagt, weißt du, und ja, das ist anstrengend auf Dauer und war auch einer der Gründe, warum ich gar keine Lust mehr darauf hatte, mich in der Szene abzugeben, weil halt, ja, super viel einfach super lächerlich überspitzt wird. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du meinst, ja, es gibt auch Leute, die sind sehr radikalisiert und würden gar nicht groß mit Andersdenkenden sprechen. Wie sieht es denn da aus mit dem Thema Gewalt? Wird da Gewalt explizit nicht ausgeschlossen oder gibt es da Leute, die da total pazifistisch unterwegs sind? Wie siehst du das Thema Gewalt da in der Szene? Ja, ist wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch dann von den einzelnen Gruppen, aber gibt halt beides, ne? Du hast dann ja die explizit pazifistischen Leute, die sich aber dann auch oft quasi mit Gewalt solidarisieren, im Sinne von, dass sie nicht sagen, dass sie das generell als Weg in eine befreite Gesellschaft ausschließen, ne? Weil ich meine, wenn du von A nach B kommen willst, wo Arbeit, da fallen dann Späne, wie auch immer, sind dann, also wenn ich mir das, ist verrückt, wenn ich mir das jetzt so ausmale, dann ist es absolut crazy, aber generell wird, glaube ich, Gewalt als Weg von den wenigsten per se ausgeschlossen. Ich meine, ne, wenn du auf eine Blackbloc-Demo gehst, dann bist du ja auch ein bisschen, also ist ja jedem klar, dass da dann auch irgendwie Steine fliegen sollen. Selbst wenn du selber nicht Steine schmeißen willst, bist du dann ja als Teil des Blackblocs auch dafür verantwortlich, dass die Leute, die Steine schmeißen, sag ich mal, einen Safe Space haben, in den sie sich zurückziehen können. Also in gewisser Weise ist, glaube ich, jeder, der so radikal ist, dass er da mitmacht, in gewisser Weise auch schon gewaltbereit. Von mir selber kann ich jetzt sagen, also fasziniert einen Gewalt ja dann auch ein wenig, zumindest so auch von der ja, zum Beispiel bei G20, da ist super krass, was da alles passiert ist. Auch auf vielen Demos, auf denen ich war, gab es eskalierte Phasen. Wobei auch da, ne, muss man natürlich auch mal sagen, dass die krasseste Gewalt, die ich jetzt so gesehen habe, dann auch meistens von der Polizei ausgegangen ist. Wobei jetzt bei G20 das als eine Ausnahme ist, da war es heftig, was da alles passiert ist. Wirklich einfach super krass, fehlen mir zum Teil die Worte. Damals fand ich das richtig krass, auch positiv, weil ich einfach, ne, jetzt passiert mal was und jetzt zeigen wir denen da oben mal, wo der Haken hängt und so. Und ja, gab es die verrücktesten Ausdefinierungen, auch so, als wäre das wie so ein, ne, die Gesellschaft ist krank oder das System ist krank und das ist jetzt hat man wenigstens mal ein Symptom, sonst ist das immer so versteckt und unsere Depressionen sind das Hauptsymptom dieser kranken Gesellschaft, aber jetzt sieht man mal, dass man wirklich an die hässliche Oberfläche treten, ne, wenn dann die Schanze brennt und so.
Man sagt ja dann auch meistens, dass man keine Menschen verletzt, außer es sind Polizisten, aber das ist ja dann wieder ein Sonderfall, sind ja keine echten Menschen, in Anführungszeichen. Also ich rede jetzt aus der Perspektive. Ja, man zerstört ja auch kein Privateigentum, man nimmt ja nicht die kleinen Läden auseinander, sondern die Apple Stores und die Sparkassen und die Rewes und so und die großen, raubt man aus, aber die kleinen lässt man in Ruhe, was dann ja auch in den Details nicht immer ganz geklappt hat jetzt bei G20, aber zumindest war das die Vorgabe, die meisten gewaltbereiten, radikalen Teilnehmer selber gestellt haben. Auch mit dem Autos anzünden. Ne? Wenn du den dicken Mercedes anzündest, das ist voll ethisch und korrekt, aber wenn du jetzt den kleinen Citroën anzündest, ist es irgendwie voll asozial. Es wimmelt von Slippery Slopes und komischen, willkürlichen Definitionen da, aber irgendwie kann man das dann ja doch alles wieder so zurechtwursteln, dass es passt. Das heißt, mit Gewalt ist das halt so eine Sache. Ne? Also ich glaube, viele haben da auch richtig Bock drauf, auch auf Demonstrationen. Ich meine, es ist ja auch die kleinen schwarz gekleideten Antifa-Kiddies, die dann da rumlaufen und richtig Bock haben auf Randale, sind ja auch die gleichen, die dann, wenn Pfefferspray in der Luft ist, auch direkt abhauen. Das heißt, auch so den Standard-Demos, auf denen man so in der Innenstadt rumläuft, sind ja gar keine Leute, die ja auch richtig dann halt, sag mal, auch das Zeug dazu haben, so weit auf die Beine zu stellen, was bei G20 zum Beispiel passiert ist. Also, ne, das sind dann ja auch einfach wirklich, wirklich krass organisierte, da kann man ja vielleicht schon echt Extremisten sagen, was ich jetzt auch nicht nur abwertend sage, weil vor vielen habe ich da auch Respekt. Also diese ganzen, ich habe Leute kennengelernt, die sich beruflich revolutionär bezeichnet haben und ihr Leben lang mehr oder weniger von Couch zu Couch und Stadt zu Stadt in Europa gereist sind und Demonstration zerlegt haben. So. Also, Demonstration zerlegt haben, das heißt, die sind auf Demonstration gegangen, um sich einfach zu prügeln. Ja, ja, aber um Polizeiautos anzuzünden und so weiter und so fort. Wie dann da die großen mit Motivation sind da wieder Einzelfälle. Aber viele oder die meisten von denen, zumindest die ich kennengelernt habe, von diesen richtig krassen Leuten, in Anführungszeichen, waren einfach auch ich sag mal, idealistisch, in Anführungszeichen, kann auch ideologisch sagen, wie man es dann im Einzelfall ausdifferenzieren würde, es bleibt dann auch den, ne, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie reflektiert die einzelnen Leute alle waren, aber viele Leute haben es halt auch alles, ja, gut gemeint und haben dann auch einfach radikal dieses, versucht, so zu leben, wie sie es richtig gehalten haben, dafür, um jetzt möglichst schnell zu einer freien Gesellschaft hinzugelangen. Und waren dann Berufsrevolutionäre und haben wahrscheinlich Geld vom Staat kassiert. Entweder dadurch, dass ihr Verein. Ja, wobei, das glaube ich. Geld bekommen haben, Hartz IV. Das Zweiteres vielleicht. Wobei viele von denen auch, man muss echt sagen, da gibt es krasse Strukturen, aber jetzt auch nicht im Sinne von staatlichen Strukturen, sondern einfach von menschlichen Strukturen. Wie die Leute sich dann auch gegenseitig einfach supporten, dass. Viele von denen leben mehr oder weniger ohne Geld, die haben keine Ausweise, also jetzt, ich habe jetzt auch nicht hunderte von diesen Leuten kennengelernt, das ist eine Handvoll und deswegen ist da auch mein Blick so ultra radikal, war ich da jetzt auch nicht drin, relativ von außen so, aber wenn man, also da die halten, weißt du, die haben dann halt wahrscheinlich in den meisten Städten Connections, wo die pennen können und wo die dann auch ernährt werden, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele von denen mehr oder weniger komplett ohne Geld leben und auch fast gar kein oder mehr oder weniger gar kein Eigentum mehr wirklich haben. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten keine Versicherung, die hatten kein Geld, die hatten kein gar nichts, aber die finden dann auch einen Zahnarzt irgendwo, der dann halt solche Leute umsonst behandeln würde. Also ne, da gibt's krass, muss man schon sagen, dass es da echt solidarische Strukturen gibt, die jetzt nicht staatlich sind. Das muss man schon den Leuten positiv zugutehalten. Ich glaube nicht, dass die alle irgendwie jetzt staatsfinanziert sind. Also da wird es bestimmt auch Hänger auf Hartz IV geben, die dann sich einfach sagen, dass Hartz IV auch ethisch korrekt ist, weil das Geld, was die kriegen, kann der Staat nicht für andere böse Sachen verschwenden. Also ich kenne auch Hartz IV-Empfänger aus Überzeugung. Die sind nicht unbedingt radikal politisch, aber kann ich mir auch in der linken Szene durchaus vorstellen. Also das Mindset.
So, aber ich glaube nicht, dass er jetzt primär unter diesen richtig radikalen ist. Das sind ja auch oft gar keine Deutschen. Und wenn, also ich meine, die sehen sich dann nicht als Deutsche und wollen wahrscheinlich auch gar nichts mit dem Staat zu tun haben. Und ja, also die Person, an die ich jetzt denke, die hatte auf jeden Fall nichts damit zu tun. Also die hat sich ihren Lebensunterhalt nicht von irgendwelchen Fördergeldern bezahlt, sondern die hatte einfach extrem, wirklich radikal auch ärmliches Leben, muss man schon dazu sagen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht geil. Ja, ich meine, was du sagst, also ich sage ja auch immer, jeder Mensch, der handelt so aus seinen Überzeugungen auch. Ich glaube, man könnte auch tatsächlich auch von Hitler, von Mao, von Stalin und die ganzen Massenschächte alle heißen, dass die halt einfach wahrscheinlich aus ihrer Sicht die besten Absichten hatten. Und im Nachhinein ist es dann halt alles, ja, hat man dann gesehen, dass es überhaupt nicht gut war. Ne? So, und insofern, so gibt es halt auch bei der Antifa dann viele Leute, die denken, okay, ich prügel mich jetzt und man biegt sich das dann halt einfach zurecht, wo man sagt, ja, eigentlich bin ich Pazifist, aber wenn ich hier mal Polizisten verprügel, das ist ja auch kein Mensch. Oder ein Kapitalist oder ein Rechter, ein Nazi, ist ja auch kein Mensch. Den darf ich ja verprügeln. Ne? Ja, da muss ich auch sagen, also genau weil da halt es diese Widersprüche gibt, kommt man dann aber auch in Situationen, wenn man, ich sag mal, ehrlich zu sich selber ist, wo man merkt, dass jetzt gerade was schiefgelaufen ist. Und also ich hatte auch so ein paar von solchen Situationen selber und die haben mich natürlich dann auch angeregt nachzudenken, weil man fühlt sich dann ja schon auch komisch. Also bei mir war da zum Beispiel mal eine Situation, wo wir in dem Nazi-Kiez quasi unterwegs waren und da deren Aufkleber abgemacht haben und deren Parolen weggeschmiert haben, unsere Parolen quasi drüber gemacht haben, wie auch immer. Hört sich jetzt super kindisch an, aber war damals super, in Anführungszeichen, super krasse Aktion und alle mussten schwarz gekleidet sein und man musste aufpassen, dass die einen nicht entdecken und bla und man nimmt keine Pop, also wie auch immer. Und dann hatten wir halt quasi schon auf dem Rückweg einen Nazi getroffen, der dann auch, zwar eine einzelne Person, der kam wahrscheinlich gerade vom Boxtraining oder so, war auf jeden Fall auch, so wie der aussah, ein Kampfsportler und hat sich dann uns, weil ich meine, war offensichtlich, was wir für Leute waren, zugewandt und wir waren deutlich in der Überzahl und hat dann quasi auch auf seinen Patch auf seiner Bauchtasche gezeigt, das war dann einschlägige Nazi-Gruppe. Was ist eine einschlägige Nazi-Gruppe oder ist das jetzt eine lokale? Ja, eine lokale Neonazi-Gruppe einfach, aber also wirklich eindeutig, das war jetzt auch, ne, also sowas wie identitäre Bewegung oder wäre... Nee, die Identitären sind dagegen pseudo-intellektueller Haufen, also die, ne, das sind ja wirklich Menschen, mit denen man sich unterhalten kann, zumindest die Identitären, die ich jetzt, an die ich jetzt denke, das sind schon also wirklich einfach gewaltbereitere ja, ich habe nicht mit dem geredet, deswegen kann ich dir nicht sagen, was jetzt da seine Philosophie ist. Aber was wollen die denn? Sind das Hitler-Fans? Wollen die keine Ausländer? Ja, das sind dann auch Leute, die mit Hakenkreuz-T-Shirts rumlaufen und so. Also, echt? Solche, ich meine, ich sag mal, ich weiß nicht, vor allem in Westdeutschland, du kannst auch, wenn du irgendwo auch auf dem Dorf mit einem Hakenkreuz-T-Shirt rumläufst, wird dich jede Oma beschimpfen, da musst du noch nicht mal Ja, ja, aber dann gibt's ja Antifa für sein. Das ist, da gab's doch auch diese coolen T-Shirts, wo dann nicht Hakenkreuz drauf stand, sondern HKNKRZ zum Beispiel. Und also in meiner Stadt gab's zum Beispiel, haben die Nazis manchmal gemacht, da hatten die zwei Leute mit diesem Hakenkreuz, also Hakenkreuz, T-Shirts, die dann einfach durch zum Beispiel eine linke Veranstaltung im Park, irgend so ein Musikfestival oder so, und dann laufen zwei von diesen, ich sag mal, schmaleren, ich sag jetzt mal Nazis, weil, ja, ich finde, wenn man Hakenkreuz-T-Shirt rumläuft, kann man schon Nazi genannt werden, auch wenn die Vokale fehlen, oder Konsonanten, wie auch immer, dann laufen die halt vor und 50, 100 Meter hinterher laufen zwei von denen von den Nazis, die dann aber wirklich 2 Meter und 1,5 Meter breite Schlägerkanten sind, um dann alle Leute, die kleinen, jüngeren, die Vorlaufenden konfrontieren, zusammenzuschlagen. Also, und das habe ich miterlebt, so eine Situation. Also, ne, das sind dann schon auch einfach wirklich die radikal andere rechte Seite. Also eher Hooligans, sowas. Genau, das ist dann auch die Hooligan-Szene, in Anführungszeichen, die dann da
stark vertreten ist. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was deren ideologische Grundlage ist. Ob sie sich jetzt auf Hitler beziehen, weiß ich nicht. Und nochmal, dann schicken die einen Kleinen vor, der läuft dann durch einen linken Park oder so und mit dem T-Shirt und dann kommen andere an und sagen, ey, was bist du für ein Nazi? Fangen an, den zu schubsen, fangen eine Schlägerei an und dann stehen dann die zwei anderen und mischen die dann alle auf. Genau, diese Situation habe ich zum Beispiel mal quasi miterlebt. Da sage ich auch, ich würde auch sagen, hey, da kann man sagen, hey, was hast du für ein scheiß T-Shirt an, aber man droht ihm keine Schläge an, dann so, das ist ja... Ja, voll, das, guck mal... Wer Hass sät, wer Gewalt anfängt, der bekommt es nachher doppelt und dreifach zurück, ne? Mittlerweile stimme ich dir ja komplett zu. Damals hätte ich gesagt, aber das ist nicht so einfach. Guck mal, du musst doch auch differenzieren zwischen Gewalt gegen den Nazi und Gewalt gegen andere Menschen, weil Gewalt gegen Nazis ist ja sogar okay, weil wenn du einem Nazi Gewalt antust, dann verhinderst du vielleicht Gewalt, die der Nazi später jemand anders antun würde. Oder, keine Ahnung, dann das von wegen mit dem Beispiel, wenn Gewalt ist ja nicht gleich Gewalt, weil wenn du jetzt zum Beispiel gewalttätig bist, weil du dich verteidigst oder weil du jemanden beschützt, kannst du ja auch gewalttätig sein, aber das ist dann weniger schlimme Gewalt, in Anführungszeichen. Was ja auch in gewisser Weise jetzt so ist, wenn jetzt irgendwie jemand dich angreift und du dich dann verteidigst oder jemand greift einen Freund von dir an und du verteidigst den, wie auch immer, dann ist das ja meiner Meinung nach schon irgendwie moralisch anders zu bewerten, aber auch da kann man sich dann ja auf einfach den Aggressor beziehen, also wer hat angefangen im Endeffekt. Und man macht sich das dann natürlich so, wie es sich gerade passt, aber genau darauf wollte ich ja auch zurückkommen. Das erste Mal, also in die Situation, um darauf zurückzukommen, damals an dem Bahnsteig, wo wir dann diesen einen Nazi-Dude getroffen hatten, der wollte sich dann offensichtlich mit uns boxen. Und ich hatte jetzt gedacht, wir hatten Kampfsportler dabei extra, weil wir hatten ja damit mehr oder weniger damit gerechnet, dass sowas passiert. Und ich hatte gedacht, okay, das ist ein Dude, dann kommt jetzt irgendwie unser Dude und dann prügeln wir uns jetzt irgendwie. Also ich hatte irgendwie halt mit einer Prügelei gerechnet. Wir waren ja sogar in der Überzahl. Das heißt, obwohl der jetzt, sag ich mal, relativ kräftig und heftig aussah, hätten wir den schon irgendwie klein gekriegt. Aber was passiert ist in der Realität, ist, dass der quasi mit Pfefferspray und, wir sind irgendwie 8 Leute gleichzeitig auf den draufgesprungen und haben den halt zusammengetreten und mit Pfefferspray aus mehreren Pfefferspray-Sprühflaschen zu Boden das war einfach, was passiert ist, war für mich richtig unehrenhaft, also es hat in mir quasi rebelliert, ich stand da auch neben und war so, wow, was passiert jetzt hier, was geht ab, also ne, irgendwie da, wo ich hergekommen bin, aus, ich sag mal, von den Schulhofschlägereien, die ich kannte, war das so, ja okay, dann macht man 1 gegen 1 oder was weiß ich, ne, aber... Wenn er am Boden liegt, dann checkt man nicht mehr drauf, dann sagt man, okay, genau. Jetzt haben wir vielleicht, also ich meine, klar, ich habe mich nie geprügelt, sowas gerechnet und ja, dann war das halt direkt sowas Bestialisches. Entschuldigung, ja, du zuerst? Ich hatte auch irgendwie eher mit sowas gerechnet und dann hat mich da die Realität schon krass schockiert, vor allem, weil ich halt gemerkt habe, warte mal, der hat sich uns voll mutig entgegengestellt und wir haben ultra unehrenhaft und ekelhaft reagiert und auch wenn man dann halt sieht, wie die Leute, die man vielleicht als seine Freunde bezeichnet oder zumindest die auf seiner Seite sind, wie die dann reagieren, die hatten halt richtig Bock da drauf, weißt du, man hat dann halt richtig den Hass in deren Augen gesehen, weißt du, ich fand es verrückt. Es ist krass, ich stand daneben und war wirklich angewidert von meinen eigenen Leuten, ich fand es richtig widerwärtig und das war für mich halt auch ein so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, wow, krass, was geht hier ab? So, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das ist voll crazy. Die Leute, mit denen ich mich wöchentlich treffe, sind zu sowas fähig. Und das wurde dann halt auch noch gefeiert im Nachhinein so ein bisschen. Ne? Und wenn du gesagt hast, hey, das geht überhaupt nichts, hat man gesagt, der hat es doch verdient, der wollte auch auf uns zugehen. Und da hat man gesehen, dass das eigentlich total unehrenhaft war. Ja, es war schon so, ja, guck mal, wir haben den Nazi gekriegt. Ha, bam. Erfolgreicher Abend. Und nochmal, um jetzt im Detail, er lag auf dem Boden und er hat richtig draufgetreten. Ja, die haben, jetzt nicht ewig, weil es war an einem öffentlichen Ort, wo Kameras waren und man musste dann natürlich auch relativ schnell, bevor die Polizei kam, fliehen. Aber in meiner Erinnerung, bestimmt eine Minute, haben da 5 Leute auf den eingetreten. Und jeder wollte mal, weißt du, jeder, selbst Leute, die auch nur daneben standen, als er überwältigt wurde, sind nochmal hingegangen, um ihn nochmal zu treten, weißt du. Und das ist also einfach eine ekelhafte Situation. Hast du versucht, deine Kumpels davon abzuhalten?
Ja, oder? Ich habe dann halt irgendwann ich sag mal, die zwei Personen, die ich am besten kannte, einfach auch beiseite genommen und bin abgehauen, weil mir auch einfach klar war, dass man da nicht sein möchte, auch einfach jetzt aus rechtlichen Gründen nicht. Und ich habe im Nachhinein das auch angesprochen. In der Situation selber habe ich jetzt niemanden irgendwie krass zurückgehalten oder so, weil, ne, das muss ich leider zugeben, dass ich dann auch einfach nur daneben stand. Aber im Nachhinein ist mir dadurch klar geworden, dass dass im Endeffekt auch, also selbst in dieser Bilderbuchsituation, wo es gegen einen auf jeden definitiven Nazi ging, mit mir nicht zu vereinbaren ist. Auch zum Beispiel bei G20 hatte ich so eine Situation, wo jemand, also ein unbeteiligter Typ, der sich einfach zu laut beschwert hat, umgehauen worden ist. Und auch das sind halt so Sachen, da sagt man dann auch, das diskutiert man dann später im Plenum. Sagt, Entschuldigung, der kam einfach an und hat gesagt, hey, mach doch nicht so einen Lärm oder übergeht. Ja, das war irgendeiner, der hat sich da beschwert, dass jemand eine Barrikade baut auf seiner Straße. Der hat einen Anwohner halt. Und der hat, alter Typ, der war über 50 bestimmt. Er hat sich halt einfach beschwert, dass er nicht ginge und dass sie ja das öffentliche Eigentum zerstören würden. Und dann gibt es halt da dann wieder Leute, die sagen, mit solchen Leuten reden wir nicht. Und die hauen die dann halt um. Und klar kann aber man sich nur dann... Nur einfach kurz geschubst oder auch auf ihn eingetreten und so? Nur. Nee, in der Situation war es einfach nur ein Wegschubsen. Und ich glaube, der hat einfach eine Faust ins Gesicht gekriegt. Aber das war jetzt nicht, dass es da eine Schlägerei gab, eine großartige. Also es war nicht so dieses absurde Gewalttätige, was ich jetzt gerade vorher beschrieben habe. Sondern das war einfach nur wirklich völlig unbeteiligte Person, kriegt plötzlich eine Faust ins Gesicht, weil sie sich beschwert. Und das war auch wieder so eine Situation, wo ich mir denken würde, boah, das ist falsch, was da passiert ist. Und das ist auch, glaube ich, also in so Diskussionen zum Beispiel, wenn das nachher im Plenum besprochen wurde, haben mir eigentlich alle zugestimmt, dass das so nicht ginge. Gerade wenn es also jetzt nicht bei dem Nazi, sondern wenn es um unbeteiligte Personen geht. Und dass das halt einfach, ne, dass man da, wenn man in der Situation der Demonstration ist, darauf achten muss. Das war ja zum Beispiel auch G20 die Rolle, in der ich mich gesehen habe. Ich war da im Endeffekt, um zu kommunizieren zwischen außenstehenden und sehr radikalen Menschen. Also ich habe dann die Gespräche gesucht, auch zum Beispiel mit Leuten wie dir, ne, und bin dann halt in solchen Situationen versucht, dazwischen zu gehen, damit es solche Situationen nicht gibt. Ne? Damit ich halt Außenstehenden erkläre, warum die Menschen, die da jetzt vermummt die Straße anzünden, das tun. Und dann halt, dass ich die Person bin, die mit den Außenstehenden redet, weil ich die Person nicht direkt zusammenschlage. Ja, das war auch im Endeffekt meine Intention, warum ich nach Hamburg damals gefahren bin. Oder das war so meine Rolle, die ich mir vorgenommen hatte, zu spielen an dem Wochenende. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast jetzt mein aktuelles Video gesehen, wie ich da bei der Corona-Gegendemo war. Also erstmal muss ich sagen, habe ich ein bisschen unterschätzt, dass da so viel Antifa da war, dass der schwarze Block so groß war und auf einmal war ich direkt daneben. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte mehr Glück als Verstand. Wenn ich nicht immer die Nähe von der Polizei gesucht hätte, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass welche aus dem schwarzen Block rausgekommen wären, mich kurz verprügelt hätten und dann ganz schnell in die Menge wieder reingelaufen wären. Oder wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du in Hamburg bekannt bist, aber ich kann mir schon vorstellen, Ich bin nach Indie Media. Wie stehst du zu Indie Media? Ich kenne die Website, aber also ich bin schon lange aus diesen Kanälen raus, als dass ich das jetzt als legitime Quelle ansehen würde. Aber okay. Laut Indie Media, ich meine, Indie Media ist ja so die Anlaufstelle für die Antifa, wie ich so mitbekomme, organisiert man da mal alles und tauscht sich aus. Und so laut Indie Media bin ich mit Abstand der reichweitenstärkste rechte und verschwörungstheoretische YouTuber in Hamburg. Also ich würde mich jetzt nicht, wie schon gesagt, würde ich mich jetzt nicht unbedingt als rechts einstufen. Natürlich würde ich mich als christlich-konservativ einstufen. Ja, aber das reicht schon. Das reicht schon auf jeden Fall, dass das hätte passieren können. Ja, das also definitiv und klar, ne, dann ist das, dann kannst du da die Nähe der Polizei suchen und das funktioniert dann ja auch, ne, weil es hat ja auch kein Mensch Bock auf eine Anzeige. Also deswegen ist das ja auch so außergewöhnlich, dass sowas passiert wie G20, wenn dann halt wirklich die Polizei so überfordert ist, dass es so zu einer rechtslosen Zone kommt, wo dann halt solche Ausschreitungen passieren können. Das ist schon harte Arbeit, in Anführungszeichen.
die einen natürlich auch fasziniert als Mensch Anfang 20, wo man sich dann halt denkt, boah, krass, ey, was die Leute hier auf die Beine stellen, ist ja auch richtig mutig, dagegen die schwer bewaffneten, gepanzerten Polizisten so organisiert vorzugehen und sowas auf die Beine zu stellen. Was ist da das Ziel dabei, wenn dann die ganze Schanze brennt, dann sagt man nachher, oh, wir haben die faschistische Fratze dieses kapitalistischen Systems aufgedeckt, oder warum? Ja, so ein bisschen tatsächlich. Ich glaube, viele hätten die Formulierung so übernommen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich gebe da glaub, so wieder viele unterschiedliche Arten und Weisen, sich das zu rechtfertigen, aber ich glaube, viel ist das ist wie eine Sache, wenn du irgendwie was besetzt oder so, weißt du dann, ich meine, du hast ja auch keine große Erfolgschance, früher oder später bist du geräumt, aber wenn du dann halt, was weiß ich, den Bagger 12 Stunden besetzt hast, dann konnte der Bagger 12 Stunden nicht baggern. Das ist dann dein Erfolg. Und vielleicht bist du noch in der Zeitung abgedruckt später und erreichst 1-2 Menschen. Aber das sind dann so die Schlagzeilen, die du damit machst. Und das ist dann auch der Punkt. Aber ja, ob du da jetzt einen objektiven Nutzen von hast, weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendjemand glaubt. Und, ja, komisch. Warum sind die auf den Demos so mit Regenschirmen? Einfach um sich zu vermummen, um sich dahinter zu verstecken und vielleicht auch, was soll das mit den Regenschirmen? Ja, genau. Du kannst es halt, ne? Du kannst dich halt super gut damit schützen, wenn das jetzt 20 Leute mal aufspannen und du am Rand noch diese großen Banner hast, dann hast du ja überhaupt gar nicht mehr, auch als Polizist nicht mehr die Übersicht, was in dem Block passiert. Da kannst du ja theoretisch alles machen, was weiß ich. Kein Pfefferspray reinsprühen, oder? Ich kenne mich mit Pfefferspray nicht so aus. Ja, das kriegst du schon ganz, also das wäre jetzt nicht das so das Problem, da kommen die Bullen schon rein, wenn die den Block jetzt auseinandernehmen, aber es können sich Leute, wenn jetzt jemand rausgekommen wäre, um sich zu vermöbeln, hätte er sich wieder zurückziehen können und hätte sich ungesehen umziehen können, zum Beispiel. Ja. Und dann hätten die Aufnahme, dann hätten die Polizei keine Beweismaterial mehr gehabt, um ihn danach später festzunehmen oder so. Also Sichtschutz ist schon, ne, gegen Polizeikameras, gegen Sicht von außen. Ist halt im Endeffekt einfach ein Regenschirm, ist einfach nur eine große Art, sich zu vermummen. Bei dir war es jetzt, glaube ich, eher, damit du deine Aufnahmen halt scheiße sind, ne? Damit du halt nichts filmen kannst, aber ja, hätte sich die Möglichkeit ergeben und wäre die richtige Person zur Stelle gewesen, hätte ich mir schon vorstellen können, dass du da auch tätliche Gewalt hättest Opfer werden können, wie auch immer. Ja. Und die andere Sache ist, man sagt ja, ich meine, das ist eine Demonstration gewesen in Hamburg, wo die Partei Die Linke, die Grünen, Fridays for Future, die ganzen Astas und so, die natürlich halt auch alle Verbindung meiner Meinung nach zu Antifa haben, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, die haben dazu aufgerufen und die schreiben im Aufruf, haben die reingeschrieben, das haben sie im Nachhinein nochmal da reingeschrieben, wenn ich nochmal reinschaue, warte, gegen rechts oder keine Nazis, so heißt die Seite, keine Stimme der Nazis, das steht drin, im Aufruf steht, das haben sie im Nachhinein reingeschrieben, jegliche Provokation von Rechten auf unseren Demonstrationen, auf unserer Demonstration wird konsequent unterbunden. Journalist Sternchen innen bitten wir, sich gegebenenfalls unseren Ordner Sternchen innen gegenüber auszuweisen. Das heißt, die haben, das habe ich ja auch in dem Video verlinkt, ein anderer Pressevertreter, der einfach nur da am Rand stand und gefilmt hat. Da, ich meine, klar, okay, der hatte dann so einen Stab, wo er oben die Kamera drauf hatte, ein Mikrofon, und hatte da so ein Banner mit reitschuster.de dran. Das kennen natürlich viele nicht, aber auf jeden Fall ist man zu ihm hingekommen und hat gesagt, positionieren Sie sich bitte inhaltlich. Wer sind Sie? Warum filmen Sie hier? So, ich meine, wenn das demokratische Organisationen sind, die da mitlaufen, dann müsste man doch sagen, hey, ich meine, klar, sind auch alle anderen Medienvertreter, Spiegel, NDR, Stern TV und so, wenn es die Corona-Maßnahmen-Demos, die müssten ja auch sagen, hey, nee, du bist links oder du bist hier Corona, positionier dich erstmal, wie du zu Corona stehst, erst dann sprechen wir. Das ist doch von vornherein total undemokratisch. Sowas da auf ja auch keine Demokraten, ne? Ja, klar, aber ich meine, also ja, klar, ich meine, natürlich haben die ein ganz anderes Verständnis von Demokratie, aber ich meine, es ist die Partei Die Linke und es sind die Grünen.
Ja, aber da muss man auch wieder sagen, dass wenn die Demo mit angemeldet haben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Demo auch noch von, oder dass bei der Demo auch noch eine andere Demo angemeldet war, die dann vielleicht von radikaleren Kräften organisiert worden ist. Bei uns war es auf jeden Fall auch immer so, dass wir uns generell, zum Beispiel, wenn die Verdi irgendwas organisiert hat, hat man sich auf jeden Fall davon abgegrenzt und wollte nicht mit denen laufen, weil die waren ja viel zu wenig radikal. Wenn was organisiert hat oder angemeldet hat? Ja, wenn irgendwie die Verdi oder irgendeine andere Gewerkschaft oder Verdi, ja, wie auch immer. Oder ja, zum Beispiel, wenn jetzt ich auf einer grünen, auf einer Demo von Fridays for Futures oder so mitgelaufen wäre, hätte ich mich auch davon differenziert. Oder irgendwie, ne, weil man will ja dann als Superradikaler nicht auf so einer, ja, spießigen Demo mitlaufen. Keine Ahnung, wie das dann gesehen wird. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da in Hamburg war, ob das dann irgendwie ein Demonstrationszug war oder mehrere Kundgebungen, die dann unterschiedliche... Also eine große Kundgebung, und da hatte dann das Hamburger Bündnis gegen Rechts für aufgerufen, und das hatten sozusagen, ja, das hatten von interventionistische Linke über Verdi und halt Parteien und alle möglichen hatten dazu aufgerufen, halt ganz, ganz viele Organisationen. Ja, krass, dass sie das da alles zusammen machen. Also bei uns war das immer weiß ich, bewusst getrennt, aber ich meine, interventionistische Linke hört sich jetzt schon ziemlich extrem an. Ja, und da ist halt auch, ich meine, die werfen den Corona-Maßnahmenkritiker, werfen die vor so einem Motto, bei euch laufen hier Reichsbürger und Antisemiten mit, und mit denen könnt ihr, dann ist ja immer so der Standardspruch, so von wegen, wer mit Nazis demonstriert, hat nichts verstanden. So, und eigentlich, ich meine, wenn man sagt, die Nazis sind Rechtsextreme, könnte man ja eigentlich auch sagen, bei einer linken Demonstration sollte man sich auch gegen Extremismus, also wenn man was gegen Extremismus hat, dann sollte man auch was gegen Linksextremismus haben und sollte man nicht mit der interventionistischen Linken demonstrieren. Ich habe übrigens mal ich habe eine Presseanfrage an Verdi, an die ganzen Aster, an die Linke und an die Grünen und so geschickt und habe gefragt, ist das mit ihren demokratischen Grundwerten vereinbar, dass die mit vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen zu einer Demo aufrufen? So, und die meisten haben nicht geantwortet. Die geantwortet haben beim Verdi und ja, eigentlich nur Verdi hat geantwortet. Und was haben die gesagt? Ja, die haben gesagt, ja, und die haben sich das zurechtgeschwurbelt ohne Ende. Er hat halt irgendwie gesagt, ja, das ist ja halt irgendwie, ich werde es auch nochmal veröffentlichen, beziehungsweise irgendwie. Ja. Er hat auch gesagt, ich darf das. Hat er so einen Disclaimer drunter, so nach Motto, ich darf das nicht weiterleiten oder veröffentlichen, aber ich kann es ja sozusagen mit eigenen Worten wiedergeben. Und er hat halt so gesagt nach dem Motto, ja, das ist das Ding bei Bündnissen, dass man halt einfach bei Bündnis, dass da jeder mitläuft, so nach dem Motto. Ja. Das sind eigentlich die Rechten, oder ich meine, ich würde jetzt sagen, Corona-Kritiker sind natürlich alle möglichen, das ist ja die Querdenker, heißt ja quer durch das ganze bürgerliche Spektrum sozusagen, links und rechts, uns ist egal, Hauptsache wir ziehen an einen Strang und finden die Corona-Maßnahmen doof. Aber da ist halt, da herrscht dann offenbar bei diesen Linken so eine kognitive Dissonanz, dass man sich das alles zurechtzieht ohne Ende. Ja, definitiv. Also ich war ja vorher schon, ich sag mal, im Clinch mit vielen, und jetzt spätestens seit der Corona-Geschichte, es ist absurd. Also auch was ich hatte ja noch versucht, mit Leuten das zu diskutieren. Es ist absurd. Also es ist bevor wir zu Corona kommen und auf deine heutige Ansichten, lass uns nochmal ein bisschen drüber sprechen. Wie siehst du die Verbindung von den Parteien, vor allem die Linke, die Grüne und SPD zur Antifa-Szene? Gibt es da offizielle Verbindungen? Ich meine, es gibt da so ein paar Dokus und ein paar Berichte, dass es da offizielle Verbindungen gibt, aber kannst du da irgendwas drüber zu sagen? Nee, also weiß ich nicht, würde ich aber anzweifeln. Also von den, ich sag mal, von den krassen Leuten, die wirklich, sag mal, gewaltbereit sind, die wollen ja nichts von irgendwelchen SPD-Leuten, die verachten die ja. Also wir sind ja Politiker genauso schlimm wie Polizisten oder Nazis oder wie. Also das sind ja quasi deren politische Feinde. Deswegen kann ich mir, also ich kann mir schon vielleicht vorstellen, dass dann vielleicht irgendwelche linken Cafés oder Kultureinrichtungen oder Kneipen über Ecken dann wieder aus irgendwelchen Töpfen, Fördertöpfen statt von der Stadt oder von dem Land oder wie auch immer dann vielleicht Kohle kriegen, die dann vielleicht auch, vielleicht ist der Fördertopf irgendwie SPD-nah oder so, was weiß ich.
da kann ich mir das schon vorstellen, dass über Ecken da zu Geldflüssen kommt, aber ich glaube nicht, dass das so eine krasse Verflechtung ist im Sinne von, dass da jetzt irgendwie irgendeine Partei bewusst irgendeine linke Organisation unterstützt, weil das da ja auch, ne, dann hast du dann vielleicht hier die interventionistischen Linke oder den Roten Aufbau oder wie die Hamburg heißen und hast du hier dann vielleicht da diesen e.V., der dann da diese Kneipe unterhält oder so, aber ja, das da, also gerade die Leute, die dann wirklich radikal sind, die haben ja gar keinen Bock auf die Parteien und werden sich da einen Teufel tun, sich damit irgendwie nah einzulassen. Na, näher als nötig. Mit der Linken, ich kann mir schon gut vorstellen, dass, ich sag mal, die Leute, die beim Jugend, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, aber die Stammtische, wo sich dann halt die jungen Nachwuchspolitiker der grünen Jugend oder so treffen. Jusos und junge Grünen. Und die Jusos, ich denke, genau, ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Jusos und der grünen Jugend und den, wie bei auch immer die bei den Grünen heißen, viel Überschneidung gibt mit den örtlichen, in Anführungszeichen, Antifas. Wobei ich auch glaube, dass die Leute, die sich wirklich dann auch politisch engagieren, in einer, also bei den Jusos zum Beispiel, die haben die Jusos immer ausgelacht, als ich damals in meiner anarchistischen Gruppe war, dass die Jusos waren für uns halt Idioten, also die wollten sich politisch engagieren, süß, wir haben auch ab und zu mit denen diskutiert, dann über, was weiß ich, Kropotkin, aber im Endeffekt haben wir die ausgelacht, weil die glaubten noch, das System von innen heraus verändern zu können und bla und also ich glaube, dass die Leute, die da wirklich auch so radikal sind, auf einer Demo Steine zu schmeißen, als von mir aus, dass das auf keinen Fall Leute sind, die jetzt auch bei den Jusos mitlaufen würden. Glaube ich nicht. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Erfahrung. Es gibt bestimmt auch hyperradikale Jusos, die dann in ihrer Freizeit Polizisten jagen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe mal irgendwie Bilder gesehen von irgendwelchen Linken oder Grünen im Bundestag, wie die Antifa-Fahne hochhalten. Es gibt da auch irgendwie so ein Buch, der Linkstaat, und gab auch mal einen Weltartikel, und es gibt da immer wieder Artikel, die dann zeigen, da gibt es dann halt, dass auch Bundestagspolitiker oder Leute, die halt wirklich Rang und Namen haben, dass die sich mit radikalen Gruppen gemein machen. Ja. Ja, ich kann mir schon, ist ja auch ein geiles Image, ne? Wenn du jetzt ein Politiker bist und du dann eine Antifa-Fahne hochhältst, das ist ja dann in Deutschland auch schon so, sag mal, ein Symbol für Freiheitskampf. Das hat ja politische Macht, ne? Wenn du dich dann mit diesen Leuten gut stellst und dich dann halt, ich sag mal, als sehr radikaler, freiheitlicher, progressiver Politiker gibst, wird ja gerne genommen, die Rolle, dann kriegst du vielleicht auch ein paar Stimmen von sehr radikalen Leuten, die sonst nicht wählen gehen würden. Aber ich glaube, dass das dann eher Show ist, als dass die dann wirklich, ich sag mal, auch die Straßenarbeit machen, die dann auch zum Teil halt einfach von den Leuten gemacht wird. Seid ihr wählen gegangen? Ach so, wir? Ja, wir kann ich dir nicht sagen. Also, aber diejenigen, die du kennst? Ja, ich sag mal so, die in der linken Szene, die ich mitkriege, sind alle, also sind eher so, du musst wählen gehen, weil das ist das Einzige, was du machen kannst. Du musst das geringste Übel wählen, weil jede Stimme, die du nicht abgibst, ist für Nazis. Also auch alles immer, wenn du in die Wahl kam, hieß es, du musst wählen gehen, weil wählen ist wichtig. Selbst wenn du den Wahlzettel ungültig machst, weil ne, jede Stimme, die nicht ankommt, ist eine rechte Stimme. War auch immer eine Sache, wo ich ein bisschen anders gedacht habe, sag ich mal. Aber generell ist der Tenor, glaube ich, eher geh wählen, weil ne, sonst bist du böse. So, bevor wir dann auf G20 und auf deine Reise zum Libertarismus kommen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Terminologie zu sprechen kommen. Was heißt für euch in der Szene Faschismus? Das ist halt immer schwierig, wenn du sagst, von der Szene oder so, oder der Antifa, weißt du? Weil naja, oder in deinem tausend Teil unterschiedliche Dudes, die halt wahrscheinlich unterschiedlich sind. Ja, ist natürlich auch echt sind unterschiedlich, aber für mich ist halt einfach, Faschismus wird immer gleichgesetzt mit Nazi, obwohl es da ja... Es ist halt, ja. Also, man muss halt, Faschismus ist ja so schon einfach schwer zu definieren, ne? Also selbst wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du Google mal Faschismus, da eine eindeutige Definition rauszufinden, jetzt in ein, zwei Sätzen, ist ja schwierig, ne? Aber
Es gibt bestimmt auch jetzt irgendwie so einen Standardsatz, der dann in irgendeinem linken Handbüchlein drin steht, den ich aber jetzt, ist auch zu lange her, um das jetzt da irgendwie, ich sag mal, liniengetreu wiederzugeben. Aber ich würde schon sagen, dass für die meisten Leute Faschismus nicht unbedingt direkt irgendwie mit den Nazis oder dem Nationalsozialismus gleichkommt, sondern einfach nur mit dem Unterdrücken einer Minderheit oder der, ja, ich finde Unterdrücken ist ein ganz gutes Wort, weil das kann dann ja wieder alles sein, selbst wenn es nur ein T-Shirt ist oder so. Corona-Kritiker unterdrücken, also da ist ja halt auch die Frage, das sind diejenigen, die haben sozusagen die Corona-Gegendemo, die haben gegen Leute demonstriert, die sagen, wir lassen uns nicht spalten und wir sind gegen Impfzwang. Ja, du hattest gerade gesagt, dass es dich besonders schockiert hat, dass dass viele aus der antifaschistischen Szene jetzt besonders staatshörig sind. Für mich ist das ja einfach eher so ein Zeichen dafür, ja, dass man schon vorher auf der moralisch richtigen Seite stehen wollte und jetzt, wo dann der große Feind da ist, jetzt hat man nicht nur den Kapitalismus auch als großen Feind, sondern ein Virus, was die Welt bedroht, und dann wird man auch einfach auf die richtige Seite sein und dann hört dann, ja, dann ist man dann weiterhin unkritisch. Ja, es wird wahrscheinlich auch ziemlich viel damit zu tun haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich hätte es halt anders gedacht, weil meine subjektive Wahrnehmung von früher da halt durchaus viele selbstreflektierte Menschen dabei gewesen sind, die ja jetzt eigentlich eindeutig, also man muss ja schon krasse kognitive Dissonanzen haben, um das alles irgendwie noch in ein klares Bild zu kriegen und auch also sich selber als Anarchist oder staatskritisch zu sehen und gleichzeitig aber diese Maßnahmen alle hinzunehmen. Aber wobei, da gibt es ja auch von links, ich meine, ich habe jetzt da gesehen, dass sie jetzt irgendwie gegen Impfpatente sind. Genau, ja, wo ich sage, ich meine, Big Pharma, und dann hast du dann bei Spiegel gesehen, hier, es gab ja diese Spiegel-Doku über das Demo-Wochenende in Hamburg und dann ist da einer mitgelaufen, das war wahrscheinlich einer, der war zwar Corona-kritisch, aber ist bei der Gegendemo mitgelaufen, hat dann ein Schild so von wegen Big Pharma, Big Government, Korruption oder so, und dann hat man ihm gesagt, ja, also damit, das ist ja wohl Querdenker-Sprech, damit bist du noch falsch hier, wo ich denke so, hat man so, der Inbegriff für Kapitalismus ist doch Big Pharma eigentlich, oder? Das ist doch die schlimmste kapitalistische Industrie sozusagen, wenn man aus linker Sicht argumentiert. Ja, oder? Ja, vor allem auch gerade aus linker Sicht ist ja das so die Standard-Kapitalismus-Kritik, was du gerade mit Stamokap gesagt hast. Es geht ja darum, dass die Hinterzimmer Absprachen und Lobbyismus und so. Genau, das ist ja genau das, was immer kritisiert. Jahre, das ist doch genau das, wo sie immer von reden. Ne? Ja. Tatsache, auch mit Faschismus. Ich meine, das, was gerade passiert, ist faschistisch in super vieler Hinsicht so. Und das darfst du nicht sagen. Also gerade auch so in linken Kreisen nicht. Das ist direkt No-Go. So. Da bist du außerhalb aus dem Diskussionsraum entfernt. So. Das kommt auch in den Köpfen der Menschen nicht an. Du kannst nicht mehr sagen, dass irgendwie, also das, was vor 5 Jahren noch gegangen wäre, im Sinne von, oh, der Staat unterdrückt uns, da war das Standard, ist jetzt Querdenker-Sprech. Irgendwie. Also es ist ultra krass, wie. Man muss sich schon anstrengen, wenn man jetzt Impfstoff für alle will und irgendwie der Big Pharma jetzt vertraut oder der Wissenschaft, obwohl man selber offensichtlich gar keinen Plan davon hätte, weil sonst wäre man ein bisschen kritisch zumindest, was das alles angehen würde. Es ist, man merkt vielleicht an meiner Stammelei, dass es auch für mich einfach wirklich absurd ist, weil vor allem, weil es ja auch, ich sag mal, den Rechten, den bösen Rechten in Anführungszeichen zugutekommt, wenn man denen diese Demonstration überlässt oder diesen Standpunkt. Also, dass man da es macht ja selbst aus politischer Arbeit Perspektive keinen Sinn, so krass diese Querdenker abzuhaden. Wie gesagt, ich habe an eigener Haut Dinge erlebt, Freundschaften, die abgebrochen worden sind oder ähnliche Dinge, Zusammenarbeiten aufgekündigt, hinterm Rücken wird über einen geredet, weil man jetzt irgendwie, was weiß ich, Leute kennt, die vielleicht mal auf einer Demo in Berlin waren oder bei den Montagsspaziergängen mitlaufen oder was weiß ich. Also richtig lächerlicher Scheiß. Ich meine, hier bei uns in der Siedlung wurden so ein Laden von jemandem, da wurden die Fensterscheiben beschmiert mit Kauf nicht bei dem Querdenker oder so. Also tatsächlich so.
Und das ist aber kein Faschismus. Also da, wenn ihr da geschichtliche Parallelen seht, kauft nicht beim Querdenker. Wer da geschichtliche Parallelen sieht, der ist Nazi. Ja, vor allem, sobald du geschichtliche Parallelen siehst, bist du ja direkt wieder in dem... Nein, also mit der Geschichte Dinge vergleichen darf man generell nicht. Das ist No-Go. Und das sind halt so viele Sachen, die sich jetzt entwickelt haben innerhalb so kurzer Zeit, die mich ultra bedenklich stimmen. Und die auch, Gott sei Dank, mir viele meiner Entscheidungen und Wege, die ich jetzt in den letzten paar Jahren gegangen bin, auch einfach heftig bestätigt haben. Und mich auch, ja, dahingehend nochmal, ja, ich meine, als Corona ging, hatte ich mich schon aus der Szene mehr oder weniger komplett entfernt, aber die haben mir ja auch den letzten Rest gegeben. Also da, seitdem kann ich, das alles nicht mehr, mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ich mich mit gerne mit dir spreche und, mich wundere, wie ich das jahrelang mitgemacht habe, weil, ich meine, viel von dem, was ich, habe ich am Anfang schon gesagt, viel von dem, was ich damals gedacht habe, denke ich in gewissen Formen immer noch. Aber, also, was jetzt gerade in, ich sag mal, der linken Szene abgeht, dieses mit, man trägt jetzt Maske als Zeichen des Gutmenschentums, dieses, also, wie nennt man es, Virtue Signaling und so, das ist ja wirklich ein Ding. Offensichtlich ist es wirklich ein Ding. Die Menschen machen es, weil sie sich dadurch gut fühlen. Und nicht, weil sie irgendwie Plan von irgendwem haben oder irgendwem beschützen wollen damit. Vielleicht haben sie auch wirklich gar keine Ahnung. Und ich meine, es ist ja auch einfach krass, was jetzt hier propagandamäßig abgeht. Ne? Die Maschine ist heftig am Hass verteilen. Und auch man hat ja auch genug Argumente, wenn man einmal die Woche den Rosten-Podcast hört. Zumindest genug Argumente, um sich das in seinem Kopf zurechtzuspinnen. Deswegen, ich bin auch immer sehr gespannt, wie das jetzt alles weitergeht, weil ich befürchte, dass die allermeisten, also das ist ja, die Minderheit ist klein genug an diesen, ich sag mal, den bösen Querdenkern. Damit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Demonstranten waren da in Hamburg auf der Demo, die du da besucht hast. Waren mehr als auf denen, die da montags rumgelaufen wären, oder? Nee, da ist ja die Sache, da ist ja halt auch den Samstag davor die Woche, wo die Demo noch erlaubt war, waren 15.000 nach offiziellen Zahlen waren da. Inoffiziell sagen auch Leute, die dabei waren, es soll da, das Video habe ich nicht gesehen, aber sollen irgendwie sogar über 30.000 Leute da waren. Und offiziell die Gegendemo hatte knapp 3.000 Leute. Das heißt, wenn sogar ganz, ganz viele linke Organisationen dazu aufgerufen haben, gegen die Corona-Demo zu demonstrieren, haben die knapp ein Zehntel von der Teilnehmerzahl der anderen Demo. Das ist erfreulich. Das reicht ja eigentlich schon, dass halt, dass entweder bleiben die voll zu Hause und sagen, nee, wir wissen ja, dass wir auf der Mehrheit auf der Seite sind, oder ist tatsächlich so, dass halt einfach das Kräfteverhältnis auf der Straße auch sich maßgeblich geändert hat. Ja, das wäre mal wirklich erfreulich. Also, das ist ja meine, also ich, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ne, wenn man seine, also die Demonstrationen, die jetzt gerade deutschlandweit passieren, das ist ja schon einfach super krass, wie viele Menschen jetzt friedlich auf die Straße gehen oder generell auf die Straße gehen. Ich meine, das war ja auch immer damals, als ich noch in der linken Szene war, man wollte ja Menschen auf die Straße kriegen. Das war ja das große Ziel der politischen Arbeit. So. Für die gute Sache. Für die gute Sache. Damals, ja, scheiß auf den Sozialismus, aber damals hätte ich auch, das, was die Querdenker jetzt für Thesen in den Raum stellen, sind ja eigentlich zum großen Teil Dinge, die wir damals unterschrieben hätten. Oder ich zumindest. Also, zum Beispiel, die ganzen Sachen mit, man misstraut dem Staat, man misstraut, dem Big Business, was daraus erwächst, Korruptionsanschuldigungen. Oder, mit der Wissenschaftskritik war ich damals vielleicht nur ein bisschen blauäugiger, aber auch einfach, weil das die Wissenschaft auch deutlich glaubhafter war vor der ganzen Geschichte jetzt. Da könnte man bestimmt auch seine kleinen Skandale finden, aber jetzt auf so einer weltweit globalen,
was ist jetzt ist schon krass, was wissenschaftlich gesehen abgeht. Wobei man auch sagen muss, dass ja in der, wenn man die Wissen, wenn jetzt direkt die wissenschaftlichen Daten sich anguckt und die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, dann gibt es ja die Gegenstimmen. Es gibt ja den Wissen, die wissenschaftliche Debatte, die ist ja da. Deswegen war ich auch so fasziniert davon, was in den Medien abgeht. Also, ne, es ist ja schon also eher die Wissenschaftskommunikation, die das Problem ist, als jetzt diese Wissenschaft an sich, weil ne, in der Wissenschaft hast du ja, du hast ja beide Meinungen, kannst beide Meinungen mit Papern belegen, wenn du die richtigen Paper raussuchst und du kannst da einfach gucken, welches Paper besser gemacht ist und welche, wo mehr Arbeit und vernünftigere Arbeit hintersteckt, aber die Arbeit macht sich ja keiner, weil man halt die Paper raussucht, die eigene Meinung unterstützen. Und jetzt, ja. Ja, und jetzt? Sorry. Also, ja, und jetzt die einzelnen Plakate bei Querdenker-Demos, ne, kann ich jetzt nicht, darum geht es ja jetzt gar nicht, um die einzelnen Sprüche oder so. Es geht eher darum, was das für Menschen sind, die da hingehen und was die wollen. Und wenn es jetzt um das Grundgesetz geht oder deren Freiheitsrechte, vor allem zwei so. Also fürs Grundgesetz und für Demokratie einzustehen und gegen Spaltung ist Nazi. Ist doch klar. Offensichtlich, ja. Also, na, da muss, das ist halt so eine Sache, das kann ich mir schon verstehen, dass man als Linksextremer keinen Bock hat, für das Grundgesetz zu demonstrieren, weil das Grundgesetz ist ja auch irgendwie spießbürgerlich und ja, wie soll man sagen, konformistisch, keine Ahnung. Und ja, darfst du auch nicht mehr sagen. Konformistisch ist jetzt auch schon Querdenkersprech wahrscheinlich. Aber ja, früher war das mal, konnte man das im linken Spektrum noch sagen. und ja, also dass dieses ganze, also dass man generell Kritik am Staat jetzt in dieses Verschwörermäntelchen gekleidet hat, selbst auf der Seite, die ja eigentlich super staatskritisch ist, selbst. Ja, das ist, also die kognitive Dissonanz zerbricht in meinem Kopf irgendwie so einige Äderchen gerade. Das checke ich einfach nicht, wie die Leute da, ja, also dann auch wirklich auf eine Demo gehen und dann Impfstoff für alle fordern und das den Hauptkritikpunkt bei den Patenten sehen. Ja. Da bin ich einfach raus. Ja, und auch noch einen Impfzwang fordern, körperliche, sonst immer demonstrieren, my body, my choice, aber dann, also nee, also da ist ja was anderes. Ja, ne? Es ist kein Sinn, es ist gar kein Sinn. Ja. So, was ich noch fragen wollte, wie sehen's, du hast gesagt, du hast einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, die Leute, die mit dir zusammen studiert haben, die Wissenschaftskollegen, sind die auch so Corona-kritisch wie du? Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr an der Uni und hatte auch schon als das Corona damals angefangen hat, war ich schon nicht mehr oft selber an der Uni. Ich kann nur dazu sagen, dass zum Beispiel ich mit meinem Prof, der meine Masterarbeit damals begleitet hat, über dieses Thema Diskussionen noch geführt habe, zumindest so im Rahmen. Man musste dann ja auch relativ schnell aufpassen, als was man sich outet und worüber man redet und so. Aber der hat im Endeffekt die naturwissenschaftliche Seite das genauso gesehen wie ich. Also der hat ja auch Corona jetzt nicht als Killer-Virus oder so eingestuft, sondern als ganz normale, etwas stärkere Grippe halt im Endeffekt. Hat sich aber trotzdem impfen lassen, weil er halt Leute der Risikogruppe schützen wollte. Und ja, das mit den Maßnahmen hat er halt auch kritisiert. Aber im Endeffekt hat er ja, das halt als als Unwissenheit, den Politikern einfach die Unwissenheit quasi nicht unterstellt, weil der hat denen eher so die Unwissenheit als Gutmütigkeitsvorschuss gegeben, im Sinne von, ja, wenn die jetzt wüssten, wenn wir haben ja auch noch nicht alle Daten und in der unsicheren Datenlage kann man ja auch besser zu strenge Vorkehrungen treffen, als dann zu lasche Vorkehrungen getroffen zu haben, ist ja auch normal, als Politiker so zu handeln, bla 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 bla. Aber wie gesagt, das war halt in den Anfangsmonaten vor Corona, wo dieses Argument vielleicht noch gezogen hätte. Jetzt weiß ich auch nicht, was er dazu sagt. Ich hätte in meiner Abschlussprüfung dann, wurde ich halt von zwei vollständig geimpften Professoren geimpft und der eine, getestet und der eine hatte gerade vorher seine Impfung bekommen. Und dann hatten die halt vor dem Beginn der Prüfung so übereinander gewitzelt. Das war halt auch schon über Zoom. Und
allein aus der Witzelei, da wurde auch schon quasi ein hämischer Witz über diese Querdenker gemacht, hatte ich schon keine Lust, da jetzt einzusteigen. Weil es war offensichtlich, dass beide Professoren das Narrativ in Anführungszeichen mitgestützt haben und verstanden haben und gut gefunden haben, wie auch immer. Und was dann jetzt meine Kommilitonen oder so, ich hatte auch da, mein Freundeskreis war jetzt nie irgendwie auf die Uni beschränkt oder auf meine, wie bei der Politik oder so, da habe ich meine Freunde vorher und auch immer noch gehabt. Es hat damals nicht viel zu tun und deswegen kann ich da nicht viel drüber sagen, wie kritisch da die Leute jetzt mit umgehen. Ich weiß auf jeden Fall von einigen Leuten, wo ich super krass überrascht bin, wie radikal die jetzt die Maske tragen und so. Und die Leute, die sich nicht mehr mit Ungeimpften treffen wollen in ihrer Freizeit. Inwiefern das jetzt aber Naturwissenschaftler sind, kann ich auch nicht sagen. Mit denen habe ich eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Aber allein das mit den Professoren ist für mich halt so ein super krasses Beispiel gewesen, weil ich halt, ich konnte es halt einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Und, aber das ist halt auch das Ding, ne? Das war ja auch, also zum Beispiel, wenn man sich mit dem Klimawandel, hast du ja auch viel zu gemacht und so, wenn man sich da tiefer mit beschäftigt. Ich meine, ich habe den Studiengang abgeschlossen und sehr viel über Klimawandel in Anführungszeichen gelernt, aber halt nur übertrieben einseitig und auch echt nicht besonders nachhaltig, weil es immer, das ist halt schon so der Fakt, der schon da ist. Und ich glaube, das ist bei Corona ähnlich so. Du kannst das gar nicht in den Grundfesten ankritisieren, weil dann bist du ja direkt Klimaleugner oder Corona-Leugner und das ist, glaube ich, eine riesige Barriere, die man durchbrechen muss, vor allem für Leute, die jetzt nicht irgendwie stundenlang jeden Tag Zeit haben, um sich Studien durchzulesen oder YouTube-Videos anzugucken. Und das macht man dann gar nicht, weil es ist voll viel Arbeit und Aufwand und man hat ja nichts davon. Also man muss schon einen krassen Trieb nach Wahrheit haben, um sich diesen Strapazen zu stellen, sage ich mal. Nur um sich dann halt auch noch als böser Nazi plötzlich outen zu müssen. Ja, was man davon hat, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube, das habe ich schon vor einer Stunde gesagt. Was ich nochmal abschließen, bevor wir dann auf unser Treffen und auf deine Transformation sozusagen kommen, möchte ich nochmal, habe ich mir noch hier zwei Notizen gemacht. Erst nochmal, in die Media haben wir gerade schon mal kurz angesprochen. Was sagst du zu dem Portal? Würdest du sagen, dass das so die Schaltzentrale des Antifaschismus in Deutschland ist, dass sich da vieles drüber abspielt? Oder würdest du einfach sagen, das ist zu Unrecht, wird das so als die Hauptseite dargestellt? Ja, ist schon auf jeden Fall eine der Seiten, die benutzt wird, ne? Also gibt bestimmt auch noch ein paar andere. Wir hatten damals auch noch ein ganz eigenes, privateres Portal, um Sachen zu organisieren, aber in die Media ist schon, da guckt man dann halt mal. Aber da habe ich übrigens auch schon, da habe ich schon vor 2-3 Jahren, habe ich auch öffentlich gepostet, habe gesagt, hey, ich bin ein Freund der radikalen, freien Meinungsäußerung, ich bin auch dafür, dass in die Media nicht gelöscht wird. Auch wenn ich das sehr verurteile, die Gewaltaufrufe und so, wo ich sage, lass das dir gerne alles stehen, dann sieht jeder, was die Leute da so schreiben, auch wo Ludwig von Mises hier hat immer vor der Gefahr des Totalitarismus von links und rechts gewarnt. Insofern sage ich auch wenn Nazis irgendwie schreiben, so von wegen, sollen die doch ihre Seiten haben, wo die ihre Hakenkreuze hinstellen und irgendwie die Geschichte auf ihre Art hinstellen und sagen, Hitler ist der große Held und so, wo ich sage, finde ich alles nicht toll, aber macht es doch gerne, dann kann jeder sich da ein eigenes Bild von machen. Dann sieht man schon, dass das halt, ja, wo ich sage, und das ist halt einfach, wo ich sage, ich bin halt dafür, dass jedes Individuum selbst entscheiden kann. Ich möchte niemanden bevormunden. So, jetzt nochmal die andere Sache. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich meine, klar, ich weiß schon, in welche Richtung das geht, aber es gibt ja bei den Antifaschisten immer so die Schlachtrufe Deutschland verrecke und Good Night White Pride. So, die sind doch selbst Deutsche und Weiße. So, letztendlich wollen die doch selbst, dass die verrecken. Oder was meint man damit? Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, aber ich war mal auf einer Demo. Da hatten dann die Einschläge, die schwarz vermummten Antifa-Kiddies gerufen,
Euer Stammbaum ist ein Kreis. Es war auch eine Gegen-Nazis-Demo, da war eine Nazi-Kundgebung im Horizont und die haben halt irgendwie den Nazis vorgeworfen, dass ihr Stammbaum ein Kreis wäre als Beleidigung, sondern Beleidigungsspruch. Und direkt danach haben sie gerufen, eure Kinder laufen bei uns mit oder so. Also ich kriege die Sprüche nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall neigen diese Parolen dazu, Selbstbeleidigung. Und ja, also man sagt dann ja auch immer, dass Parolen extra überbespitzt sind, damit man die Aussage möglichst heftig rüberbringt. Und man muss ja auch Forderungen stellen, die unerfüllbar sind, weil sonst werden die noch erfüllt. Und dann ist man ja plötzlich auch seinen ganzen Grund zum Protestieren los. Ja, genau, da hat man keinen Lebensinhalt mehr. Ja, ne, das wäre dann ja wieder konformistisch, weißt du? Dann macht Ja, der genau. Staat ja hier so ein Friedensangebot, aber langfristig bringt er dann die Revolution zum Stranden oder Versiegen, wie auch immer. Ja, es ist absurd. Es ist jetzt, wenn ich darüber rede, muss ich selber grinsen, weil es irgendwie so lächerlich ist. Aber ja, die Sprüche, ne, die also, Kann man ja, mit da Logik bedeutet. nicht erklären, wie alles da. Nee, also das mit Deutschland verrecke ist halt so, ich glaube, die wenigsten sehen sich dann selber als Deutsche, weil die sind ja generell gegen den Staat und Deutschland ist ja auch wahrscheinlich dann Verbrecherstaat oder für die meisten. Und ich weiß auch gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn, da gibt es ja dieses No Border, No Nations Ding. Und auch witzigerweise wegen dieser ganzen Nationalökonomie bin ich mittlerweile, also habe ich gar nicht mehr so krass was gegen Grenzen. Also ich habe auch jetzt, ich bin jetzt auch nicht so irgendwie der Ultramigrationsgegner oder ist ja auch, ne, in der Szene, da kann man jetzt darüber, das ist ein Thema, worüber man diskutieren kann. Bin auch nicht mehr der Meinung, dass jeder Mensch, der die AfD wählt, weil der Migration als ein Problem ansieht, generell ein dummer Idiot ist und eine Faust aufs Auge verdient hätte. Ne, das ist halt eine Sache, da kann man Meinung zu haben und Argumente zueinander austauschen. Aber dieses No Border, No Nations Ding, ich sehe nicht so richtig, wie die entgegnerglobalisierte Welt funktionieren soll, sodass alle was davon haben. Deswegen wäre das auch wieder so eine Sache, wo ich mittlerweile sage, komisch, also ja, ich glaube, viel von dem ist einfach nicht zu Ende gedacht. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Ich habe Jahre mit den Menschen, also mit Menschen in der Szene verbracht und mit denen viele Diskussionen geführt. Aber jetzt, ich kann mir nicht anders erklären, dass vieles davon nicht zu Ende gedacht ist. Sonst hätte ich ja, wäre ich ja gewappnet gewesen, vielleicht gegen die Propaganda- und Manipulationsversuche von Konsorten wie dir. Genau, das ist so eine schöne Überleitung. Und dann haben wir uns bei G20 getroffen, aber bei G20 war es ja so, wenn ich mich recht erinnere, du liest da mit deiner Gruppe von Leuten, ihr wart zivil gekleidet, irgendwie bei der normalen Demo mit. Wir wollten, ich glaube, ich war mit einem Freund da, wir wollten ganz mal Interviews führen. Ich habe euch irgendwie angesprochen, ob ihr Bock auf ein Interview habt. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann haben wir über Antifa, über Kommunismus haben wir gesprochen. Ich habe dir von Ludwig von Mises erzählt. Ich habe dir gesagt, da hast du mich dann gefragt, hey, genau, ich kann mich noch erinnern, da habe ich mich dann als Anarchokapitalist geoutet. Da hast du gesagt, hey, ich wusste gar nicht, wer das ist. Mal cool, jemanden kennenzulernen. Und dann haben wir nachher noch genau, als du mich angeschrieben hast, konnte ich dich zuerst nicht zuordnen, aber wir haben gesehen, dass wir beide Hermann Hesse-Fans sind. Oder Jo. wie war das Treffen für dich? Ja, also das war halt witzig, weil es einfach mal so ein Gespräch war, wo ich ganz am Anfang dachte, boah, wir sind komplett anderer Meinung. Aber dann halt, was weiß ich, wie lange wir miteinander gesprochen haben, am Ende des Gesprächs gemerkt habe, warte mal, ich kann mit den Menschen einen Konsens finden, in Anführungszeichen. Natürlich sind wir, was viele Dinge geht, unterschiedlicher Meinung und haben vielleicht da irgendwie slightly unterschiedliche Utopien oder so. Aber ne, da man sich halt auf dem anarchistischen Grundsatz treffen konnte, war das irgendwie sehr befriedigend. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass du dich mit den meisten Dingen auseinandergesetzt hast, die ich quasi zur Argumentation heranziehe. Aber halt auch gemerkt, dass ich viele der Argumente, die du heranziehst, ja, noch nie gehört hatte. Was heißt die Argumente schon, ne?
Das sind dann also ne, dieses krasse Vertrauen in die Kräfte des Marktes. Aber ich hatte mich halt mit Nationalökonomie und der österreichischen Schule überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Ich hatte es nicht mal gehört bis dahin, dass es sowas gab. Ich habe witzigerweise danach auch dann meine BWL-Freunde, die wenigen, die ich hatte, danach gefragt. Und nur eine einzige Person wusste, was damit anzufangen. Also selbst die hatten in ihrem Studium nichts davon gehört. Was ich spannend fand, weil das ist so eine Sache, also die lernen ja selbst was über Marx in dem BWL-Studium und dann hören die nichts von der österreichischen Schule. Fand ich sehr verrückt. Und ich war einfach ein Gespräch, das mir lange im Kopf geblieben ist, weil ich halt viele Dinge hatte, an der ich mich ein bisschen abgearbeitet habe. Das dauerte natürlich auch immer. Ich war ja auch, als ich das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe, wollte ich ja auch nur das unterbewusst in meine bestehende Weltsicht einarbeiten und habe dann so ein bisschen nach ein, zwei Stunden rumgoogeln gemerkt, ach, okay, das sind also solche Leute, die ne, glauben an den Markt und dass der... Marktradikale. Ja, die sind ja, der Markt ist für die der Gott und die hoffen dann irgendwie, dass er das alles umverteilt, weil die auch beide sehr, oder generell das ganze österreichische Schule-Ding, sich halt schon ziemlich wirtschaftlich ausdrückt und man, wenn man gar keinen Plan von Wirtschaft und Volkswirtschaft und so hat, dann ist einem das erstmal nur so, okay, es geht darum, dass irgendwie, und dann kommt irgendwann dieser Trickle-Down-Effekt und dann werden auch die Armen reich. Das kann man dann als in seinem linken Weltbild auch wieder sagen, okay, was für Vögel, glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Der Markt ist generell unfairer. Aber über die Jahre bin ich dann immer wieder, auch weil ich mich dann natürlich auch ein bisschen breiter informiert habe, immer weniger in der linken Szene drin war und immer mehr, ja, halt mich, ja, unterschiedlichere Sachen gelesen und geguckt habe. Was hast du vorher gelesen und was hast du dann gelesen? Vorher an wirklich politischer Literatur ist jetzt, also ich habe vorher... Hast ja gesagt, Piketty und Chomsky, aber hast du irgendwie Medien, irgendwie dann nur in die Media geschaut oder bei Twitter? In dem ja, das ist ja das Ding. Ne? Es gibt ja dann auch sogar die Printmedien, die man hat. Ne? Man hat also in der linken Szene, man kann sich in dem Laden, nämlich damals mich getroffen habe mit den Leuten, da hätte ich jede Woche mir andere, wie soll man das nennen, Pamphlete und Hetzschriften mitnehmen können, für, hätte ich bis ins Ende meiner aller Tage mitlesen können, hätte ich durchlesen. Und ich meine, im Endeffekt sind es immer die gleichen Argumentkreise und irgendwann war ich mir halt in dem Weltbild so sicher, dass ich mir auch, ich hatte keine Lust mehr, das nochmal durchzulesen, habe dann aber auch immer einfach viel, ja, was weiß ich, von mir aus Hermann Hesse oder ja, einfach Romane gelesen, aus Jux, aber man kriegt ja dann auch was richtig krasser, also was jetzt im Buchmoment richtig krass für mich war, wobei ich auch auf dem Weg einfach viele Diskussionen mit Freunden hatte, die da auch, ich sag mal, dieser Truther-Szene einfach mehr drin sind als ich, die ich als alter Linke natürlich immer mehr ein bisschen belächelt habe, weil Verschwörungstheorien sind natürlich antisemitisch. Deswegen waren das halt meine YouTuber-Freunde, die, mit denen ich halt menschlich super gut klargekommen bin, aber deren Schwurbelei, hat man mal spaßig betrunken drüber diskutiert, aber das war jetzt nicht, dass ich sonderlich ernst genommen habe, bis ich halt gemerkt habe, dass sich viel in der Realität von dem, was die sagen, einfach ja, wiederfinden lässt und halt immer ernsthaftere Diskussionen auch mit denen geführt habe. Und irgendwann hat mir halt einer von denen Ayn Rand empfohlen. Und da habe ich halt Ayn Rand gelesen und das war für mich halt ultra heftig. Also oder was hast du gelesen? Genau, ich habe erst Atlas Shrugged gelesen. Und seitdem fast alles von der. Aber das hat mich, es war einfach konsistent. Also es war das erste Mal, dass ich irgendwas gelesen habe, was so von vorne bis hinten zu Ende gedacht war. Wo man wirklich auch das Gefühl hat, guck mal, das ist zu Ende gedacht. Und mittlerweile würde ich es auch nicht mehr so sagen und habe auch meine Lücken vielleicht in dem ganzen Ding gefunden. Aber das ist schon eine Sache, da habe ich mich auf jeden Fall locker ein Jahr lang abgearbeitet, einfach weil... Es ist nicht an dem Buch, aber an dem ganzen Gebilde, Objektivismus und das führt einen natürlich auch zu diesem ganzen Laissez-faire-Kapitalismus-Ding. Hat dann auch wieder einen Kreis geschlossen, weil bin ich dann auch wieder auf die ganze Geschichte, die du damals angesprochen hast, zurückgekommen. Hast du dich dann erinnert, hast gesagt, da war doch mal einer auf der Demo, der hat doch genau davon gesprochen, wo ich jetzt bin. Genau das. Und weil
Ayn Rand fand ich halt so krass, weil die nicht so auf die, über diese... Eine diese, Jüdin, das kann diese, man sich auch mal anschauen, ne? Eine Jüdin kann ja nicht antisemitisch sein. Nee, das meine ich gar nicht, auch, mit, auch nicht wegen ihren jetzt sozialistischen Wurzeln, in Anführungszeichen, sondern vielmehr, weil sie nicht auf dieser, Ebene des Kapitals oder Nicht-Kapital oder Kommunismus, so, Kapitalismus-Ding diskutiert in ihren Büchern, sondern auf der philosophischen Grundebene, die dem zugrunde liegt. Und weil es geht ja gar nicht darum, jetzt welches System jetzt irgendwie besser funktioniert, wobei im Endeffekt natürlich schon, weil welches System unterstützt die Prämissen, die einzig wahre, objektiv richtigen Prämissen, und welches System widerläuft denen auf jeden Fall generell immer. Und das hat halt ganz viel oder ganz viel von den Widersprüchen in mir aufgelöst, weil ich gemerkt habe, warte mal, wenn ich, sobald ich auf der, dem, ich sag mal, dem festen Boden des Individualismus argumentiere, löst sich eigentlich jedes moralische Problem. Mehr oder weniger. Natürlich gibt es dann halt auch moralische Dilemmata und so, aber ja, das hat mich auf jeden Fall sehr weggeflasht. Und dadurch bin ich dann halt auch, wie gesagt, nochmal zu diesem ganzen freien Marktding. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist da ja doch was dran, und habe mich dann halt wieder ein bisschen mehr mit, ja, mit diesem, ja, dann hat man Hans Hermann Hoppe, bist du ja auch großer Fan von, wurde mir dann empfohlen, und ich habe hier, wie ist das noch? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall mich ja mehr mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass sich der Markt vielleicht doch gar nicht nur zur Unterdrückung eignet und Geld vielleicht doch nicht nur Unterdrückung ist, sondern auch Ermächtigung. Ja, ein bisschen wie mit dem Egoismus-Ding, ne? Dass das halt auch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und hab dann auch, also ich meine, den Schuldkomplex, da, den man, ich sag mal, der, glaube ich, sehr viele Menschen haben, weswegen auch linkes Denken in unserer westlichen Gesellschaft einfach so gut ankommt, meinen eigenen persönlichen immer mehr aufgelöst. Und ja, dann kommt man halt, keine Ahnung, zum Beispiel die Schocktherapie, dann hatte mir dann ein anderer eher aus dem linken Spektrum empfohlen, da diesen Brecher von Naomi Klein. Und als ich den gelesen habe, habe ich dann selber gemerkt, wie ich... Wie einseitig das ist und wie aus einer... Wie einseitig das ist, aber auch wie ich angefangen habe, gegen das Buch zu argumentieren. Also wie ich das angefangen habe zu lesen, wie ich damals nach dem Gespräch mit dir mich über die österreichische Schule informiert hatte. Also mit dieser Voreinstellung von, guck mal, irgendwo muss da ein Denkfehler sein. Weißt du? Also, und ja, tatsächlich hat man da dann einige Denkfehler auch finden können. Und generell diese ganze Neoliberalismus-Kritik, die ja vorher viel meines Denkens ausgemacht hat, ja, hat ja fast ihre gesamten Boden verloren. Weil einfach, ja, Quatsch. Ja, vielleicht nicht völliger Quatsch, aber zumindest in vielen Dingen, wie soll man sagen, nicht zu Ende gedacht ist. Und auch die Forderungen, die daraus dann kommen, ja, zumindestens nicht nachhaltig sind, sagen wir es mal so. Und auch für einen selber ist natürlich schön, wenn ich dann an dem Punkt bin, okay, ich kümmere mich um mich selber und fertig. Auch einfach, das, ja, man wird halt sehr ermächtigt, und das hat mir auf jeden Fall, also erstmal natürlich auf der, ich sag mal, Weltbildebene, aber auch auf der Selbstbildebene richtig krass weitergeholfen. Und ja, ich glaube, es ist ein deutlich gesünderes Weltbild, als ja, wenn man in dem Standard-linken Spektrum aufhält, sag ich mal. Ja. Erstmal, also Hans Hermann Hoppe hat dich dann auch überzeugt. Hat dir auch gut gefallen, oder? Ja, fand ich ja, also was heißt überzeugt? Da war da, als ich da angefangen habe, war ich schon, wie soll man sagen, tief in dem Rattenloch, Rabbit Hole, wie auch immer. Da war es dann schon mehr meine Bestätigung meiner Annahmen. Aber also, ich sag mal so, der Trigger, was Literatur angeht, war definitiv. Nochmal ganz kurz, was hast du gelesen von Hans-Hermann Hoppe? Demokratie, der Gott, der keiner ist, oder Wettbewerb der Gauner, oder? Ne, Kreide für den Wolf oder so, ja. Ach, das ist Roland Barr, ja, das war mein Ach, Einstieg. Guck mal. Ja, guck mal, habe ich mich vertan. Roland Bader.
Hans-Hermann Hoppe ist noch radikaler. Roland Bader ist nur so in der Hayek-Tradition. Er ist nicht radikaler Anarchokapitalist. Obwohl er sagt, Roland Hoppe, Bader was hast sagt, du gerade gesagt mit Demokratie, der Gott, der keiner ist, aber. Ja, es gibt ja. Wie gesagt, da muss ich mir dann habe ich das vertauscht. Das ist Hans-Hermann Hoppe, Demokratie, der Gott, der keiner ist. Das ist sozusagen für mich oder für die Libertären ist eher sozusagen hier das, was Ayn Rand so, oder ich sag mal so, was er ist halt, was Ludwig von Mises oder ach komm, jetzt verhaspel ich mich total. Ja, das ist ja auch egal. Nochmal, warte. Hans-Hermann Hoppe ist sozusagen für die Libertären der größte lebende libertäre Philosoph. Also für mich auch Hans-Hermann Hoppe. Ich war damals auch auf seiner Konferenz in der Türkei, wollte ihn eigentlich auch interviewen, nur da kannte er mich noch nicht so gut, da ist er ein bisschen zurückhaltend. Aber seine Bücher sind halt einfach so, du kannst es logisch kaum widerlegen. Das ist so logisch durchargumentiert, wo du sagst, hey, da kann ich gar nichts gegen sagen. Natürlich, klar, war ich das schon, hatte ich schon vorher Bader und alles gelesen, aber das ist halt einfach, Hoppe ist für mich halt auch sozusagen auch ein die Buchliste wird länger, ey. Hört auch nicht auf. Mal, was hast du gesagt? Entschuldigung. Ich dachte, die Buchliste wird immer länger. Ah, die und Buchliste hört auch nicht auf. Genau, ja. Ja, was heißt aber? Dann muss ich mich da auch nochmal ranwagen. Hört sich gut an. Aber nur große Freiheit-TV schauen. Aber nochmal, ja. Wie bist du dann? Hattest du auch in Erinnerung, was ich für einen YouTube-Kanal habe? Oder wir haben ja gar keine Kontaktdaten Ich meine, klar, ich habe wahrscheinlich gesagt, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Das war witzigerweise Zufall, weil ich bin dann halt auch immer mehr in diesem YouTube-Game eingestiegen, in Anführungszeichen, weil dann halt mir auch Kollegen dieses oder jenes Video geschickt haben, was ich mir mal angucken sollte oder so. Und habe dann auch gemerkt, dass meine Vorurteile. Also du hast libertäre Kollegen dann. Ja, auch witzigerweise haben die ja auch sich weiterentwickelt. Die sind ja auch alle, ich sag mal, mehr oder weniger in meinem Alter und haben sich auch immer mehr weitergebildet in Richtungen. Viele auch in die libertäre Ecke auf jeden Fall. Auch von Antifa zu libertär. Zum Teil auch, ja. Also die waren dann oft nicht so lange aktiv wie ich und auch, aber ich kenne, ja. Also ich würde sagen, dass fast alle Libertäre, die ich jetzt im näheren Umfeld habe, auch irgendwann mal auf Antifa-Demos waren. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Standardweg, dass man da anfängt und dann sich irgendwann davon befreit. Aber ich war mal auf einer Ausstellung, da ging es irgendwie um diese neue rechte Geschichte, wie heißt es, Alt-Right, damals auch mit Amerika. Da war auch mit Trump die Entwicklung gerade so voll am Start. Und da war so eine, wie heißt das, diese politischen Karten, weißt du, mit diesen vier Pfeilen und oben steht autoritär und unten libertär und rechts kapitalistisch und links kommunistisch. Und dann waren die ganzen Menschen oder Organisationen oder was auch immer da eingeordnet, wo die verordnet worden sind. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und war so überrascht, dass vieles, zum Beispiel Bücher, die ich halt gut fand, ziemlich weit rechts eingeordnet waren zum Teil. Und da war aller möglicher Scheiß drauf, Memes und so. Da habe ich dann gemerkt, warte mal, guck mal. Was war da drauf? Memes waren da drauf? Ja, alles von irgendwelchen, wie gesagt, alles Mögliche aus dem gesellschaftlichen Pool an Zeug. Also von Einzelpersonen zu irgendwelchen Memes, zu irgendwelchen Organisationen, zu Büchern. Keine Ahnung, Sachen, die man irgendwie in irgendeiner Form politisch zuschreiben konnte. Das war super schlecht gemacht und viele Sachen habe ich auch nicht, viele Sachen würde ich jetzt auch irgendwie kritisieren, was die Einordnung angeht, aber der Poster habe ich halt mit Freunden darüber diskutiert, einfach über die Einordnung auf dieser Sparte. Und darüber ist mir auch das erste Mal klar geworden, mit einem Kollegen zusammen, dass wir jetzt eigentlich konservativ sind. Und das war für uns so irgendwie eine komische Offenbarung, weil wir uns eigentlich immer als progressive Linke wahrgenommen hatten,
Aber wenn man sich jetzt angeguckt hatte, was wir für Einstellungen zu den ganzen gesellschaftlich relevanten Themen hatten, ob das jetzt Klimawandel, Migration, Gender-Geschichte, diese ganze Zeug halt, wenn man, oder generell Umwelt und so weiter und so fort, wenn man dann halt geguckt hat, wie wir dazu stehen, ja, dass wir da ziemlich rechts plötzlich waren. Und das hat uns halt beide selber sehr überrascht. Er war da halt noch ein bisschen weiter als ich, weil er auch einen großen Bruder hatte, der libertär war. Und hat mich dann, weil er auch wusste, dass ich halt noch nicht ganz so meiner romantisch linken Seite losgelassen hatte, immer so ein bisschen gekitzelt in der Hinsicht und geärgert. Und ja, dann hat man halt nach ein paar Jahren Nachdenken irgendwann, ja spätestens, wenn dann halt so was passiert wie die Corona-Pandemie, nicht mehr viel, was einen überhaupt noch ja, in also jetzt mittlerweile würde ich auch überhaupt nicht mehr, also ich glaube, was viele Dinge angeht, bin ich halt freiheitlich eingestellt, was ich immer, ich dachte halt, das wäre ein linkes Ding. Aber ja, dieses Ganze, also dadurch, dass jetzt mittlerweile libertär sein offensichtlich auch schon rechts sein ist, hat sich das ein bisschen geändert bei mir. So, jetzt hast du gerade ganz viele Sachen angesprochen. Genau, wie du hast mich dann auf einmal irgendwie bei YouTube gefunden, hast du gesagt. Ach so, du wurdest mir vorgeschlagen. Da hast du gesagt, hey, den Typen kenne ich doch von früher. Genau, da war ich, da wurde mir vorgeschlagen und ich war halt draufgekriegt, weil ich das Gesicht irgendwie kannte. Hat auch ein paar Minuten gedauert, bis ich dann halt gecheckt habe, ach, warte mal. Und ja, dann habe ich mir tatsächlich ein paar Videos von dir angeguckt. Ich fand auch das, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da hast du auch mit irgendwem diskutiert. Irgendwas wegen, Vaterland vielleicht. Nee, das war, also das habe ich auch gesehen, aber das war ein längeres Gespräch mit irgendjemandem. Auch, Zum Klimawandel oder zu Corona? Auch so ein bisschen allgemein. Ich glaube, da hast du den davon zu überzeugen sucht, dass Kapitalismus nicht schlecht ist. Irgendwie. Ja, kann sein, dass das war. Mit so einem Österreicher mit serbischem Hintergrund? Das kann sein. Dass du, aber das hört sich ungefähr richtig an. Ja, da habe ich mir halt, wie gesagt, ein paar mehr von deinen Videos angeguckt. Und da hatte ich dann aber halt auch schon, ich sag mal, die Grundlage, um zu verstehen, um sich einzuordnen, korrekterweise. Und war so, ach, witzig. Da ist mir halt auch bewusst geworden, dass das so ein bisschen auch der Anfangstrigger in diese Richtung war. Ja, was dann kam der Anfangstrigger in diese Richtung war? Das Gespräch mit dir, dieses ganze Anarchokapitalismus-Ding, das ich dann ja erstmal nur als theoretische Möglichkeit akzeptiert habe nach unserem Gespräch mit dir, die aber unwahrscheinlich ist. Und plötzlich habe ich das nicht mehr, also dann Jahre später, als ich deine Videos gesehen habe, nicht mehr als theoretische Möglichkeit wahrgenommen, sondern mehr so als, ich glaube, wahrscheinlich hat er schon eigentlich ein ziemlich... Es ist schon relativ wahrscheinlich, dass der Markt in Anführungszeichen schon das natürlichste Gebilde ist, das so heraufwächst, das vielleicht ohne mit dem Anarchismus vereinbar ist und trotzdem irgendwie ja, einen angemessenen Lebensstandard der Menschen ermöglicht. Also, ne? Ja, dass ich dann im Endeffekt an einem Punkt war, wo ich zum Beispiel in der Diskussion von dir mit jemandem anderen so argumentiert hätte wie du und nicht wie der andere. Und da habe ich mich halt auch wieder gesehen quasi, aber halt vor ein paar Jahren. Und das ist halt verrückt, wie sich das dann ja ändert über die Jahre. Ja, es gibt ja diesen Spruch so von wegen, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 immer noch Sozialist ist, hat kein Gehirn. Würdest du es heute unterschreiben? Absolut, wobei ich ja nie Sozialist war, muss ich auch an der Stelle sagen. Also fand es damals schon immer schrecklich, wenn Leute mit so Kommunismusflaggen auf Demos rumgelaufen sind. Ja, ist ja auch alles Zeilenspalterei, war aber damals wichtig, weil als Kommunist hätte man ja hätte man ja noch krassere kognitive Dissonanzen aufrechterhalten müssen.
Ja, okay. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir 2,5 Stunden, schneiden noch ein bisschen drauf. Ja, viel Spaß Hast du beim noch Schneiden. irgendwas, Das was ist du sagen einfach willst? lang geworden. Nee, ich habe, glaube ich, schon viel zu viel gesagt. Ja, okay. Okay, super, vielen Dank. Das war doch super spannend, dass du uns hier in die Welt des Antifaschismus mit eingeladen hast, dass du uns davon berichtet hast. Auch ja, finde ich super spannend, was du da für einen Weg hinter dir hast. Schön, mit dir zu sprechen. Und ja, dann gibt den Samen weiter, den libertären Samen weiter. Ich glaube, da ist ja auch jeder, wir sind alle energetisch miteinander verbunden und du erzählst dein Umfeld davon. Ja, und so werden die, wie Ludwig von Mises schon gesagt hat, vom Wert der besseren Ideen, die besseren Ideen werden sich auf kurz oder lang durchsetzen, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Also. Vielen Dank auch fürs Zuschauen an euch zu Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.